Aha, jetzt haben wir es. Hallo. Na, wie geht's alle zusammen? Hallöchen zusammen. Hallo, Saftig Obst und Mr. Nonconform und Vampire Girl und Finch und Aokumi und Xbookox und Frankie Tanky und das Knüttel und Dreadlegs und Landsquid Bird Rider, das bin ja ich. Und Abdul und der Gaming Dude und Lux und Gromdorn und Mr. Heisenberg. Hi zusammen. Schön, dass ihr alle da seid. Und Taminus und alle anderen, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir alle da sind. Es ist wieder Stream-Dienstag und es ist tatsächlich einer der letzten vor meinem kleinen Urlaub. Ich stream heute nochmal und morgen und nächste Woche Dienstag ist dann tatsächlich erstmal der letzte Stream. Dann ist Pause bis 19. März, ein Monat ungefähr. Bis 19. März ist dann Streamingpause nach nächster Woche. Aber ich habe etwas mega Cooles für euch vorbereitet, ohne Witz. Ich habe nämlich, damit die Zeit leichter zu überbrücken ist, auf meinem Let's Play-Kanal bin schon dabei, die aufzunehmen. Da wird ungefähr jeden zweiten Tag hoffentlich, ansonsten jeden dritten, wenn ich es nicht schaffe, genug aufzunehmen, wird da eine Folge Resident Evil 4 Remake Berserker Mod hochgeladen. Und der ist komplett crazy und komplett cool. Ich will euch gar nicht zu viel verraten über den Mod, wenn ihr ihn nicht kennt. Wartet einfach ab, nächste Woche geht's schon los. Der kombiniert quasi in allen Arealen im Spiel die Gegnerkonstellation komplett neu, gibt uns neue und teilweise andere Bewaffnung. Es ist ein komplett verrückter Mod. Das ist richtig cool. Da habe ich zurzeit sehr viel Spaß damit und wie gesagt, ab nächster Woche geht es dann los mit der Reihe als Urlaubsvertretung. Das wird auf jeden Fall nice. Und dann, ne, kaum ist die Reihe um, bin ich schon wieder live da. Wir töten arme, wehrlose Zombies heute. Hey, das Knüttel! Vielen, vielen Dank. Almost-B ist jetzt ein Birdrider. Vielen, vielen Dank für die wunderschönen, saftigen Saps, die oben ins Glas springen. Dankeschön. Warte noch auf meine Holy-Bestellung. Starterpaket mit Energy, Eistee und Thermoshaker. Ah ja, sehr nice. Der Thermoshaker ist schon cool auch. Ich hoffe, es schmeckt dir. Ich mag die wirklich sehr gerne. Ich habe auch hier natürlich wieder einen Energy-Drink von Holy am Start. Hey Steffi. Der Wanderer 101 ist jetzt ein Birdrider. Und Alexandra, hi. Ja, das muss ich öfter mal machen. Ich hatte jetzt wirklich seit CU Game Z ist jetzt ein Birdrider. Vielen Monaten seit danke das Knüttel nochmal. Seit 1,5, 2 Jahren oder so hatte ich, glaube ich, wirklich keinen einzigen Tag mehr frei. Das stimmt nicht ganz, nee. Manchmal habe ich schon ein langes Wochenende gemacht, Weihnachten oder so. Aber mal wieder, wisst ihr, einfach mal, und da brauche ich auch 3 Wochen, 4 Wochen, den Kopf komplett freikriegen und mal ein bisschen Abstand. Man ist da so in seinem Hamsterrad drin und in seinem Produziermodus, dass er teilweise auch einfach die Kreativität dann irgendwie kaputt geht. Da muss man aufpassen. Und ich finde das immer sehr gut. Da habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Wenn ich einen Monat Pause mache, da muss ich tatsächlich erst wieder ein bisschen reinkommen. Aber ich merke, dass die Videos danach sehr viel cooler werden und ich wieder sehr viel mehr Bock und sehr viel mehr Kreativität habe. Finch-1986 ist jetzt ein Birdrider. Alexandra, vielen, vielen Dank fürs Abo verschenken an Finch. Dankeschön, freut mich sehr. Genau, deswegen ist der Urlaub längst überfällig mal wieder. Ich muss außerdem ein bisschen am Haus weiter renovieren. Es wird Frühling jetzt. Es müssen noch ein paar Zimmer und der Garten fertig werden. Auch dafür brauche ich ein bisschen Zeit. Aber im Idealfall werdet ihr fast gar nichts davon merken, dass ich im Urlaub bin. Ich werde für alle Patreons und Twitch-Subscriber hier auch und YouTube-Members
werde ich Bonus-Content vorproduzieren. Es wird natürlich jedes Wochenende weiterhin Video online gehen. Das sind zeitexklusive Videos, ne? Meine Supporter und Supporterinnen kennen die dann schon, teilweise zumindest. Und wie gesagt, Let's Play-Reihe wird die Streams ersetzen. Also ich habe vorproduziert, es wird nichts verpasst. Es wird alles ganz normal sein. Das Knuddel, dankeschön. Ich produziere da quasi immer so ein bisschen das ganze Jahr über vor, so, ne? Immer wieder ein bisschen, danke fürs Urlaubsgeld, das Knuddel, damit ich dann quasi mir so einen Monat mal rausnehmen kann. Ohne, dass der Content ausbleibt. So. Bam. Wir spielen heute Resident Evil. Denn das ist vor Resident Evil Zero erschienen. Ich war mir selber nicht mehr sicher. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Die kamen, glaube ich, tatsächlich im gleichen Jahr sogar raus. Ne, verrückt. Aber Resident Evil kam tatsächlich vorher. Hatte ich auch so in Erinnerung, aber ich war mir nicht mehr sicher. Vor allem, weil das Spiel die auch verkehrt sortiert quasi, ne? Blöd. Der Intro-Sound, guck mal auf meinem Discord, da habe ich das vor kurzem gepostet. Das ist ein Song aus der YouTube-Bibliothek einfach, ein lizenzfreies Lied. Das kann jeder benutzen, das ist, das heißt Strange Stuff. Genau. Resident Evil. Wir spielen, glaube ich, auf Wanderer. Ich bin heute auf Wanderer. Ne, ich bin einerseits schon so leicht mit dem Kopf im Urlaub, aber gleichzeitig ist jetzt natürlich die stressigste Woche überhaupt, ist eh ganz klar. Aber ich glaube vor allem, der Resident Evil 4 Remake Berserker-Mod hat mich heute ganz schön fertig gemacht. Ich bin gerade auf Wanderer-Schwierigkeitsgrad. Oh, wollen wir eigentlich, das müssen wir uns noch überlegen, ne? Wollen wir hier auch einen Chris und einen Chillrun machen? Kennten wir schon, ne? Oh, ich glaube, ich will tatsächlich lieber Original Controls, ja. Like climbing a mountain, like going on a hike, like taking a walk. Machen wir einen Walk. Ja, ich würde auch sagen, dass wir beide machen. Aber ich glaube, wir fangen mit Chill an. Hey, Black Sabbath, vielen, vielen Dank für die 2 Euro. Für deine gute Arbeit im Resi-Universum. Dankeschön, freut mich sehr, sehr nett von dir. Okay, ein chilliger Chillrun, let's go. Natürlich beide Runs, sonst ist es nicht vollständig. Chill ist cool, komm mit Chris. Ich mag Chill auch lieber als Chris. Ich sag's, wie es ist, ich bin kein Chris-Fan. Und wir machen uns Chill-Sandwich. Ja, ich meine, an die Synchro des Originals kommt das Remake nicht ran, aber ja. Bezüglich der Musik, da hättest du meine Nachfrage auf Discord nicht beantwortet. Weißt du, ob man die Musik auch für andere Dinge nutzen kann, wie zum Beispiel für mein Spiel? Oh, da kann ich dir nichts dazu sagen. Da will ich dir jetzt keine falsche Auskunft geben. Das weiß ich nicht. Ich würde theoretisch dazu tendieren, dass das tatsächlich Creative Commons Musik ist oder wie das heißt, ne? Die könntest du dann theoretisch für alles benutzen. Ich glaube auch nicht, dass YouTube da irgendwie Anspruch drauf hat, auch wenn die unter anderem in ihrer Bibliothek anbieten. Aber da bin ich mir nicht sicher. Deswegen lieber selber nachforschen, wie das ist. Das Resi 1 Remake ist tatsächlich mein liebstes Resident Evil. Okay, cool. Das ist bei mir auch schon wieder viele Jahre her, dass ich das gespielt habe, tatsächlich. Aber ich habe das damals, als es rauskam, ey, das war einfach mindblowing, wie geil das auf dem GameCube war. Unglaublich. Yay, Hype Train Emote. Das wäre mal geil. Was ist denn das, ein Hamster? Oder was? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris.
Ich finde, man kann sich schon etwas genauer machen, ist nicht verwerflich. Wenn man etwas entspannt, Stream geht immer klar. Meinst du jetzt vom Schwierigkeitsgrad oder vom Urlaub? Aber zu beidem ja, auf jeden Fall. Oh, du hast echt Chill und Claire tätowiert. Cool. It turned into a nightmare. Ich hätte auch gern Tattoos tatsächlich. Irgendwann mache ich das noch. Ich hätte gern meine ganzen Arme vom Handgelenk bis zum Oberarm komplett voll tätowiert. Alle beide. Und zwar mit Videospielmotiven. Aber nicht nur Resident Evil, sondern wirklich von Mario und Retro-Zeugs über Zelda bis hin zur Moderne. So ein Tribal aus verschiedenen Motiven, die ineinander verrinnen, müsste ich mir mal designen lassen. Aber aktuell habe ich das Geld, also beziehungsweise will ich das Geld eher jetzt hier ins Haus stecken und müssen wir auch teilweise. Das muss alles noch ein bisschen warten. Aber hey, irgendwann mache ich das noch. Ich finde das Remake, also wie gesagt, es hat mich begeistert und ich finde es mega. Aber es hat ein bisschen von diesem trashigen Charme verloren, der das Original hatte. Ja, ich kenne den Andi. Wir haben uns auch schon live getroffen. Ich war auch schon bei ihm vor Ort in seinem Podcast-Studio und so weiter. Hallo, The Night Bash. Hey, Brad! Where the hell's he going? Chris, this way. Damn it! Make for that mansion. Hi, das ist Railgun. Hallo. Aber das ist wirklich ne. Snake aus der Community hat die Frage auf den Discord mal gestellt und die geht mir seitdem nicht auf den Kopf. Warum lässt Brad die zurück? Warum fliegt er mit dem Hubschrauber weg? Und wie konnte Wesker das einplanen, dass das passieren wird? Der konnte unmöglich wissen, dass Brad mit dem Hubschrauber wegfliegt. Sehr unsicher, der Plan von Wesker. Es sei denn, Brad und Wesker stecken unter einer Decke. Hey, The Nightbash, vielen Dank fürs Jünger der Tentakel werden. Willkommen im Club. Dankeschön. That's for sure. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, die Eingangstür bleibt zu. I'm going with her. Die Munition sparen wir uns. Chris and I go back a long way. All right, you two go. I'll secure this. Spiel ist zu laut. Stay sharp. Dir. Machen wir ein bisschen leiser. A dining room. A dining room. So, lass mich mal ganz kurz die Tasten nochmal durchprobieren. Aha, da haben wir schon das erste Problem. Okay, alles klar. Jetzt will ich mal ganz kurz, wartet mal schnell, jetzt will ich mal ganz kurz die Alternate Control einstellen, wie sich das anfühlt. Will ich mal schnell vergleichen. Hallo, Sven. Muss ich mal schnell gucken. Ah, oh, ich weiß nicht. Das ist. Es hat seine Vorteile, ne? Aber. Es hat schon auch seine Vorteile. Man kann sich halt viel schneller bewegen und ist viel wendiger. Ich meine, guckt euch das an. Die Zombies haben keine Chance.
Aber ideal finde ich es auch nicht. Okay, wir spielen so. Ich mache es. Okay, Barry. I hope it's not Chris's blood. I think you'd better take a look at this. What is it? Black Sabbath, vielen, vielen Dank für die 1,99 Super Chat. Dankeschön. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Chris's. Ja, aber das ist trotzdem eine gute Frage, das Knuddel. Warum haben sie Brett nicht angefunkt, eigentlich? In dem Fall. Barry. Extraordinary Barry. Was, du hast deinen Namen geändert? Jetzt würde ich den Buko lesen. Ich denke, es ist einfach bekannt, dass Brett ein Feigling ist. Ja, ja, das wird, aber das ist halt, weißt du, da kann sich halt, also das macht halt keinen Sinn. Da kann sich halt Wesker nicht drauf verlassen, dass der als Feigling bekannt ist. Und was macht der überhaupt im Stars-Team, wenn er so ein Feigling ist? Ich finde nicht, dass das Cheaten ist. Nee, Quatsch. Cheaten, Pupiten. Und selbst wenn. Die haben ihm hinterher gebrüllt. Ja, genau. Aber Funkgerät hat keiner benutzt. Hi, Muster. Tank Control, ich tendiere auch dazu, dass ich Tank Control lieber mag. Aber ich spiele es jetzt trotzdem irgendwie mal. Ich weiß nicht, gerade. Aber es ist irgendwie so. Es fühlt sich weird an, muss ich schon sagen. Es fühlt sich weird an. Aber irgendwie habe ich gerade mehr Bock drauf. Barry! What is it? Look out! It's a monster! Let me take care of it! Erstens, warum steckt der Magnum drei Schüsse, der Zombie drei Schüsse mit der Magnum ein? Aber zweitens finde ich so geil, wie Barry zweimal schießt und dann zielt er nochmal richtig, ne? Er schießt den letzten Schuss nochmal richtig fest, so. Da schießt er nochmal so richtig feste drauf. Das ist schon gut. Oh, er lebt. Ja, richtig fest zieht er den Abzug. Na, wahrscheinlich macht er noch so beim Schießen, dass die Kugel noch so ein bisschen schneller fliegt. Glaube ich auch. Jo, danke schön, Black Sabbath. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Ja, ich meine, Jill spart halt Munition, ne? Das ist halt klug von ihr. Ich hätte den ja auch erschießen können. Es war ja meine Wahl, dass ich das Barry überlasse. Oh. Der neu dazu. Weißt du, es ist einfach wirklich so. So macht man Remake. Capcom, Resident Evil 2 Remake und 4 Remake sind toll. Ich will es überhaupt nicht sagen. Aber Resident Evil 1 Remake ist perfekt. Das ist perfekt. Das perfekte Remake. Hi, Carl. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We could easily get lost. Let's start from the first floor. Okay. Oh. Genau. Das Grundspiel ist einfach nur verbessert worden, aber ansonsten fast 1:1 und dann wurde aber noch Zeug hinzugefügt. Das ist einfach perfekt. Besser hätten die es nicht machen können. Und stellt euch mal vor, im Resident Evil 4 Remake hätten die all die neuen Zutaten, die die gemacht haben, eingebaut, aber nichts weggelassen. Oh mein Gott, wäre das nochmal doppelt episch Deluxe geworden, ne? Aber ich schätze, okay, nee, ich beschwere mich gar nicht. Das Resident Evil 4 Remake ist super und ich liebe es. Aber es ist halt, es könnte halt, ah, es könnte noch perfekter sein, ne? Ah, der Ada Wong DLC hat ganz viel gerettet natürlich, aber perfekt ist es nicht.
Nee, diese alternative Steuerung ist schon mega weird. Ich wusste gar nicht, dass wir durch die Tür gehen können. Ich erfahre das Spiel gerade ganz neu wieder, muss ich euch sagen. Es ist halt doch schon lange her jetzt. Oh nee, ich glaube, ich mag Alternative nicht. Wirklich. Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, ich schalte wieder zurück. Dass man wendig ist, ist gut, aber in den Kamerawechseln und so, es ist clunky und unangenehm. Ich bin kein Fan davon. Warum ist denn das schon wieder auf Englisch? Ich will nicht wieder alle Texte, bitte, Spiel. Wir müssen mal irgendwo speichern und dann gehe ich ins Hauptmenü. Ich will wirklich nicht schon wieder alle Texte, während ich lese, übersetzen müssen. Das ist anstrengend. Halt, stopp! Halt, stopp, chill! Da liegt Munition. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Hi, Matthias! Resident Evil 4 ist besser als Original 4. Wobei ich beide nicht mag. Ja, dann kannst du gar nicht mitreden, Finch. Du hast ja keine Ahnung. Nee, ich finde, an das 4, an das Original kommt nichts ran. Das Remake ist schon fantastisch, aber das Original war so ein wegweisendes Spiel. So ein krasses... Oh Gott, steht der etwa... Nee, der steht, glaube ich, jetzt noch nicht aus. Außer ich würde ihn anzünden, ne? War so innovativ und hat Third-Person-Shooter so geprägt, das kann man einfach nicht vergleichen. Also, so ein historisch wichtiges Spiel kann man einfach nicht vergleichen. Das ist auch unfair. Es kann nicht jedes Spiel so bahnbrechend sein. Hallo. What? Krass, chill. Schießt den ganz schön weg. Hey, das Trefferfeedback ist richtig schön in dem Spiel. Das hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Das fühlt sich toll an. Die Waffe, die... Oh, boah, die haut ja richtig rein. Schön. Wirklich, das hatte ich gar nicht mehr so im Hinterkopf. Im Vergleich zu den klassischen hat die Waffe viel mehr Wumms. Das fühlt sich richtig toll an. Muss ich schon sagen. Trefferfeedback kann Resident Evil einfach, ne? Nicht kombinieren. Nein, nicht kombinieren. Examinieren. Doch, muss man schon sagen. Nicht schlecht, Herr Specht. Hey, Angel. Der hat mich immer so unendlich erschrocken, der Crimson Head da. Ja, ich habe auch in dem Moment, wo ich gesehen habe, in welchen Raum wir gekommen sind, ne, hatte ich sofort Flashbacks. War ich sofort so, oh Gott, ja, da ist. Oh nein, bitte nicht. Vor allem, der ist ja super gemeint. Der steht nämlich auch auf, wenn man ihn anzünden will, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, der lässt sich nicht einfach so wegmachen. Gerade wo du letztens diesen Abklatsch von Resi gespielt wurde, kein Wunder. Hä? Kein Wunder was? Dass das Trefferfeedback so gut ist, meinst du? Ja. Oh Gott, Resident 4. Hey, ich hätte echt gern Resident 4 weitergespielt, muss ich euch sagen. Ich finde es mega schade, dass das Spiel einfach nach dem ersten Kapitel so abgestürzt ist. Und ich hab's jetzt... Oh komm, was ist denn? Katz-und-Maus-Spiel. Ich habe es jetzt tatsächlich refunded, weil es einfach leider kaputt war. Ich habe es noch ein paar Mal probiert, ob man es reparieren könnte, aber es ging einfach nicht. Ich habe keinen Workaround gefunden, leider. Ne? Deswegen, naja. Schade, Made. Aber für ein kaputtes Spiel, das ich 10 Minuten spielen kann, sind wir auch 8 Euro zu viel. Aber lustig war es, oder? Die Crimson Heads sind schon eine mega gemeine, aber auch sehr coole Ergänzung für das Spiel. Legendary. Finde ich auch sehr cool. Das hast du immer gemacht. Die versucht anzuzünden. Ich auch, ja, ja. Ich habe auch immer versucht, den anzuzünden. Aber auch, weißt du, die Geräusche, die die machen beim Aufstehen, das ist schon immer so, oh, nee. Einfach unheimlich, die Crimson. Können wir jetzt eigentlich mit der Pfeilspitze theoretisch schon in die Gruft gehen?
Ich weiß es gar nicht. Den zu töten war ein Fehler. Ach, du meinst, weil er jetzt zum Crimson wird? Ja, guck, aber genau deswegen haben wir jetzt auf dem leichten Schwierigkeitsgrad gestartet. Weil ich will jetzt gemütlich ein bisschen mit euch zocken. Ich will mich nicht stressen. Und ich will auch nicht jetzt irgendwie hier großartig taktisch vorgehen müssen. Die ballern wir alle weg. Die sollen alle kommen, die Crimsons. Ich komme mit meiner Pumpgun nachher wieder. Dann schauen wir mal, wer hier am längeren Hebel sitzt. Ich sollte vielleicht echt mal einen Safe Room suchen, ne? Ich sollte echt mal mein Inventar aufräumen, bevor ich hier irgendwie großartig gegen den Crimson da unten in der Gruft kämpfe. Aber andererseits wäre es halt schon jetzt auch lustig. Finch ist heute so anti, warum denn heute so negativ? Resident Evil 4 ist blöd, die Crimson Heads sind blöd. Was denn, warum denn? Lass doch die in Ruhe. Finde, man kann 1 bis 3 und 4 nicht wirklich vergleichen. Ja, das, da hast du schon recht. Das ist natürlich ein ganz neues Kapitel, ne, in der Resident Evil Geschichte. Das ist wirklich schwer zu vergleichen. Also mir geht es auch so, dass ich die alten Teile, die klassischen Survival-Horror-Teile, wie den hier, den wir spielen, absolut großartig finde. Ich liebe den. Aber den vierten genauso. Aber aus ganz unterschiedlichen Gründen, ne? Weil es halt sehr unterschiedliche Spiele sind natürlich. Okay. Ich erkunde ein bisschen, bevor wir in den Friedhof gehen. Ich glaube, wenn man sich an die alternative Steuerung gewöhnt, ist die nicht schlecht. Ich kann mich nämlich daran erinnern, dass sich diesen Resident Evil Klon, der aber echt ganz gut war, der vor kurzem erschienen ist. Souls, irgendwas mit Souls. Wie hieß es denn? Tortured Souls. Habe ich nämlich auch tatsächlich mit der alternativen Steuerung gespielt. Und als ich da reingekommen bin, habe ich mir so, da wollte ich es gar nicht mehr auf klassisch stellen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Weil die Wendigkeit, ne, das ist ein Komfort, wenn man den mal drin hat. Dass man hier reingeht und das Messer holt, ist eigentlich komplett für den Arsch. Weil alles, was das macht, ist ein Zombie-Triggern, der mehr aushält als dieses eine Messer, das man hier findet. Und ist recht eng. Wahrscheinlich beißt er einen sogar noch, damit vorgeführt wird, wie man das Messer benutzt. Aber es ist eigentlich komplett doof. Aber hey, ich kann kein Loot liegen lassen, selbst wenn es für den Arsch ist. Hat uns doch nicht gebissen. Kann man hier in dem Remake schon... Ja, ich kann schon nachladen, ohne ins Menü zu gehen. Nice. Und ich glaube, der U-Turn geht auch. Ja, genau. Wobei, mit der Steuerung braucht man den gar nicht, ne? Okay. Schön war's. Weiter geht's. Ah, nee, doch nicht. Dann gehen wir zurück. Der eigentlich, wenn man nicht auf leicht spielt und den Zombie so schnell töten kann, ist es der Verteidigungswaffen-Tutorial-Raum. Ja, genau, da hast du recht. Tutorial-Raum. Ich kann auch nicht mehr reden heute. Resi 7 ist auch toll. Mit Resident Evil 7 hat sich die Resident Evil-Reihe nochmals neu erfunden, ne? So ein bisschen Back to the Roots, aber dann doch wieder sehr viel Neues. Und auch tolle Spiele. Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn sich die Resident Evil-Reihe immer wieder neu erfindet und neue Sachen ausprobiert. Ich glaube, das ist auch der Grund dafür, warum die Reihe überhaupt so lange, über so viele Jahrzehnte hinweg so erfolgreich überleben konnte, weil sie sich Neues getraut hat und sich verändert hat und so weiter. Und das sind alles sehr unterschiedliche Kapitel in der Resident Evil-Historie. Die sind auch teilweise schwer vergleichbar, aber alle auf ihre Art und Weise halt einfach gute Spiele. Und das macht die Resident Evil-Reihe eigentlich sehr, sehr gut. Die hat einfach einen sehr guten Track-Record an sehr guten Spielen.
Weißt du, ein paar Pflaumen kann man sich immer erlauben als so altehrwürdige Reihe. Das ist ganz okay, aber so die Hauptteile, die meisten, sind einfach auf ihre Art und Weise gut. Und da kann man einige mehr mögen und einige weniger mögen. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan von der First Person in Resident Evil 7 und 8. Mag ich einfach nicht so gerne. Aber trotzdem sind das einfach großartige Spiele. Da kann man überhaupt nichts dagegen sagen. Das muss man der Reihe halt einfach lassen. Ja, genau. Ich habe es jetzt absichtlich nicht erwähnt, um hier keinen Zwietracht zu streuen, aber Resident Evil 6 ist für mich die eine große Ausnahme, der eine große Griff ins Klo. Eieiei. Naja. Es gibt doch irgendeinen Knopf, mit dem ich direkt die Karte aufrufen kann, oder? Aber ich finde ihn nicht. Warte, es war irgendwie was Komisches. Genau, die rechte untere Schultertaste. Ich muss mal schnell gucken, wo wir jetzt eigentlich sind und wo wir hin könnten. Ja, okay, gehen wir nochmal schnell da hinten zu der grauen Tür. Ich kann mich nicht mehr... Ah, nee, warte. Da müssen wir definitiv nicht hin. Muss ich? Nee, warte mal, ich muss doch nicht jetzt schon zum Friedhof, oder? Ist der Friedhof das erste, wo ich hin muss? Ich speichere hier mal. Kriege ich vorher keine Kiste? Kommt mir mega weird vor, aber was weiß ich. Lange her. Machen wir einfach. Umbrella Corps. Ich würde sogar vielleicht sagen... Muss ich Umbrella Corps nochmal spielen? Ist auch wieder ein bisschen her. Aber ich würde tatsächlich sagen, dass Survivor 2 schlimmer ist als Umbrella Corps. Um jetzt einfach mal mitzunörgeln, ab dem fünften Teil bin ich aus der Hauptreihe raus. Echt nicht mehr meins. Und ich habe 5 bis 7 angespielt. Ja, ist okay. Machen wir es wieder so, wenn ich wirklich mal nicht weiterkomme, dann frage ich euch und dann dürft ihr mir gern weiterhelfen. Aber jetzt will ich es ruhig so ein bisschen, ne, einfach mal wieder neu erleben. Als wäre es das erste Mal. Ich kann mich noch an viel, obviously, natürlich erinnern, aber ich krieg's nicht mehr so in die richtige Reihenfolge und weiß oft nicht mehr genau, hinter welcher Tür gleich nochmal was lauert. Deswegen muss ich mich erst nochmal wieder ein bisschen umschauen. Aber das finde ich ganz schön. Ja, ich brauche hier eh die Totenmasken erst. Ich habe es natürlich schon sehr oft durchgespielt, aber das ist lange her. Aber ich glaube, das brauche ich, ne? Da ist irgendwas Wichtiges drin. Ja, wir spielen auf leicht. Ich verschwende jetzt ein Heilkraut. Auch wenn es mir wirklich in der Seele wehtut, aber was willst du machen? Das Necronomicon. Nee, das heißt irgendwie Next World steht da drauf, ne? Das Book of Curses. Next World. Warte mal, da steht was in klein. Wie zoome ich denn? Writing to the Next World. Das Schreiben zur nächsten Welt. So, jetzt haben wir den ersten Schlüssel. Nach dem habe ich gesucht. Wusste ich nicht mehr, dass der hier unten ist. Nee, ich fand auch, ehrlich gesagt, Resident Evil 6 leider im Koop nicht lustig. Es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Es ist wirklich nicht so, dass ich irgendwie sagen würde, aus Grundsatz muss jetzt Resident Evil gruselig sein und das war zu actionreich. Ich fand's einfach scheiße. Es hat mir wirklich einfach keinen Spaß gemacht. Null. Auch nicht im Koop. Ich hab's mit einem großen Resident Evil Freund von mir gespielt. Und... wir waren beide mega enttäuscht, weil es einfach langweilig war. Ah, war das enttäuschend. Aber zu dem kommen wir noch. Ihr müsst euch darauf einstellen, wenn wir zu Resident Evil 6 kommen. Ich werde es auch spielen, natürlich, ne? Wir spielen alle Resident Evil Teile. Werde ich wahrscheinlich, ne, wie lange spielt man das? 20 Stunden, wenn wir Glück haben? Werde ich wahrscheinlich nur nörgeln und nur drüber reden, wie scheiße das ist, ne? Nur, dass ihr euch schon mal darauf einstellt. Das wird... unangenehm für alle Beteiligten. Sag mal, habe ich den Schlüssel nicht identifiziert gerade? Ich dachte, ich hätte das gemacht. Hier, guck mal, ein Schwert.
Es ist der Schwertkey. Jetzt haben wir ihn aber identifiziert. Wird mir das in dem Teil nicht auf der Karte angeguckt, welche Türen ich mit dem Schwertkey öffnen kann? Irgendwie nicht. Dann gucke ich einfach mal durch. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht genau, ob Merlin mitmacht. Wenn Merlin Bock hat, dann würde ich Teil 5 und im Grunde alle Teile, die man Koop spielen kann, würde ich auch Koop spielen. Aber da muss man schauen, ob wir Zeit und Bock haben und so weiter. Na also. Den fünften fand ich auch noch lustig. Ich finde, der hat im Vergleich zum vierten auch schon abgebaut. Aber den fand ich noch cool eigentlich. Nee, so schieben wir nicht. Der hat, das ist der Teil, wo ich sage, der hat dem Koop schon noch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, Resident Evil 5 kann man, glaube ich, gar nicht online spielen, oder? Oder doch? Habe ich nie gemacht. Könnte sein. Wahrscheinlich geht das auch online, ne? Weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt. 6 geht auf jeden Fall online. Ich finde irgendwie, ich finde ihren Gesichtsausdruck in dem Spiel schon besonders lustig. Sie sieht ein bisschen high aus, oder? Auf jeden Fall ist ihr die Situation irgendwie scheißegal. Das ist irgendwie anscheinend für sie Alltag, oder? Keine Ahnung. Ist zwar das erste Mal, dass wir mit Biowaffen zu tun haben, aber sie ist schon komplett abgebrüht. Und sie zwinkert so komisch langsam. Das ist das ganze grüne Kraut, glaube ich. Das grüne Kraut kickt rein. Kann man auch online spielen, 5. Ah ja, wusste ich gar nicht. Habe ich, glaube ich, nie gemacht. Nee, habe ich sicher nie gemacht. Warte mal, Claire. Hier ist Chill. Ich bringe euch immer durcheinander. Hier ist super viel Heilung und wir kommen einfach später wieder. Lass mal alles liegen und die Hunde Hunde sein. I'll be back. Wenn die Kamera wechselt, ist diese alternative Steuerung schon unangenehm. Aber die Kameraperspektive gerade, wo wir die Figur so eine Nahaufnahme sehen, so ein Zoom aufs Gesicht, die ist natürlich schon sehr toll, weil die gerade damals auf dem GameCube natürlich gezeigt hat, wie unglaublich detailliert die Charaktermodelle waren. Ich meine, wir spielen jetzt hier quasi nochmal das HD-Remake von der GameCube-Version, aber das sah halt schon auf dem GameCube absolut fantastisch aus einfach. Das war schon komplett mindblowing. Wie damals der erste Teil schon auf der ersten PlayStation, so war das auch auf dem GameCube nochmal einfach das wahrscheinlich bestaussehendste Spiel seiner Zeit. Die vorgerenderten Hintergründe sind einfach der Hammer gewesen. Auch wenn der Ventilator im Spiegel gerade keine Glühbirne drin hatte, aber okay. Das ist uns, so streng hat man es damals noch nicht genommen. Selbst hier, ne, ihre Körpersprache sagt, oh Gott, ich habe Angst, aber ihr Gesicht sagt, was für ein Trottel, was zur Hölle. Ach, auf einmal. Ich glaube, Jill ist schwanger, Leute. Na dann, tschü. Der GameCube konnte auch gut was. Allein Zelda Twilight Princess sah schon echt gut aus. War nicht der GameCube eh wirklich auch die leistungsstärkste Konsole seiner Generation? Damals hat Nintendo noch so im Wettrüsten der Konsolen mitgemacht und der GameCube hatte ordentlich Power. Kann sein, dass die Xbox das vielleicht sogar noch ein bisschen übertroffen hat. PlayStation 2 war trotzdem die erfolgreichste Konsole mit Abstand. Es ist nicht immer nur, es geht nicht immer nur um Power.
So, aber in dem Teil, ne, als wir den ersten Teil gespielt haben, bin ich hier komplett verwirrt gewesen und durcheinander gekommen und wusste nicht, was los ist. Aber in dem Teil brauchen wir jetzt erst die kaputte Schrotflinte, auch als Chill, damit wir die Schrotflinte kriegen. Stimmt's? Oder? Da erinnere ich mich schon richtig. Da kommt kein Barry und rettet uns automatisch, wenn wir, oder? Ich bin mir nicht sicher. Nicht unbedingt. Oh, Kanufax. Hey, vielen, vielen, vielen Dank für den sehr lieben Super-Sub von dir. Moin, moin. Hoffe, alles supi bei dir. Liebe Grüße. Dankeschön. Bei mir ist alles supi. Ich hoffe, bei dir auch. Dankeschön. Sehr nett. Barry. Ja, ja, aber kann ich die Pumpgun einfach nehmen? Ich gehe einfach. Ich versuche es jetzt dann einfach. What could possibly go wrong? Outbreak war gewaltig gut. Die Outbreak-Teile, ich habe tatsächlich nur in den ersten Outbreak reingespielt. Den zweiten kenne ich gar nicht, den ersten nur ein bisschen. Und ich glaube, ich werde die nicht mögen. Aber ich bin sehr gespannt drauf und freue mich auch wirklich drauf. Ach, du Arsch. Nimm das. Warum kriegt man eigentlich die Messer nicht wieder? Bei den Blendgranaten verstehe ich es ja, aber was spricht denn jetzt dagegen, dass wir einfach das Messer rausziehen? Ich glaube, wenn man Köpfe zum Platzen bringt, kriegt man die tatsächlich wieder, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Aber in dem Fall räumen wir kurz auf, Chill, und dann gehen wir in den Speicherraum und dann wird erstmal ein bisschen angezündet. Außer, wir brauchen erst ein kleines Fläschchen, das wir noch nicht haben. Nachladen ist gefühlt einfach auch auf dem falschen Knopf. Aber gut. Ist hier noch jemand? Hallo? Zombie? Nein. Gut, dann gehen wir mit unserer weirden alternativen Steuerung. Ich bleibe jetzt dabei. Gehen wir endlich in den Speicherraum. Ja, endlich beim Remake angekommen. Ne, es ist irre. Sag mal. Der blutet nicht. Ha. Huh. Vielleicht das ganze Blut unter den Teppich. Es ist irre, wie viele Spin-Offs und weirde Zwischenteile, die man gar nicht so auf dem Schirm hat, zwischen Resident Evil 3 und hier dem Remake erschienen sind, ne? Irre. Oh, guck mal, sind das Easy-Geschenke, die ich hier kriege? Das ist ja nett. Das ist ja freundlich. So, speichern wir. Ja, das Fläschchen steht zum Glück hier. Ich habe schon gesehen. Die Safe Room Melodien sind immer großartig, ne? Finde ich auch. So, wenn ich mich recht erinnere, hat man aber gemeinerweise auch nicht unendlich viel Benzin zur Verfügung. Der Kanister ist, glaube ich, irgendwann leer, ne? Aber, fällt mir gerade noch auf, wir haben ja als Chill überhaupt kein Feuerzeug bis jetzt. Dann hilft uns der Kanister, glaube ich, auch noch nichts, ne? Inside Beast 88 ist jetzt ein Bird-Rider. Vielen Dank, Holocop, für die wunderschönen, köstlichen 5 Subgifts. Dankeschön. Das ist super nett von dir. Sakuma 03 ist jetzt ein Bird-Rider. Ich versuch's mal kurz, aber ich glaube, ohne Feuerzeug geht's gar nicht. Ich schau mal kurz. Agamemnon 23% ist jetzt ein Bird-Rider. 23% Agamemnon. Ich frage mich, was die restlichen 77 sind. Ja, okay, genau. Frau Dunkelgrün ist jetzt ein Bird-Rider. Dankeschön, Holokopf. Slot-MacGreedy ist jetzt ein Bird-Rider.
So, jetzt ist unser Inventar aufgeräumt und schön geputzt und sortiert und ordentlich. So muss das sein. Ha, schön. Dann packen wir das. Jetzt können wir ein bisschen aufräumen. Black Sabbath, vielen, vielen Dank nochmal für den Superchat. Dankeschön. Sehr nett von dir. Übrigens an alle, die jetzt auf Twitch Abos haben oder die auch auf YouTube Kanalmitglieder sind, wenn ihr eure Konten mit dem Discord, mit dem Landsquid Birdrider Discord verbindet, dann habt ihr Zugriff auf den Bonusbereich. Und dort findet ihr alle exklusiven und zeitexklusiven Videos, die ich so mache. Schon super viele. Zeitexklusiv machen wir aktuell sehr viel Resident Evil Stuff und exklusiv haben wir aktuell eine Reihe am Laufen, in der ich absolut alle NPCs, alle Figuren, die einen Namen tragen, aus der Fallout-Welt vorstelle. Wir sind fast mit Fallout 2 durch. Eins ist schon abgeschlossen, dann geht's mit Fallout 3 weiter. Ah, oder machen wir die Spin-Offs auch? Schauen wir mal. Auf jeden Fall eine sehr umfangreiche Reihe, zu der es schon viele Videos gibt. Wenn euch das interessiert und ihr sowieso subseid, egal ob Twitch oder YouTube. Super Tränen füttern. Dankeschön, das Knuddel. Wow, 500 Subs, Bits. 500 Subs, das wäre crazy. Aber auch 500 Bits sind sehr nett. Dankeschön. Genau, wenn ihr sowieso schon Sub seid auf Twitch oder Kanalmitglied auf YouTube, dann schaut am Discord vorbei und holt euch euren Bonus-Content. Den gibt es nicht nur auf Patreon. Wollte ich euch damit nur sagen. So, it's locked. Ja, das wussten viele nicht, ne? Deswegen... Luke, hab ich wirklich keinen Ausrufezeichen Discord-Befehl? Ach, dammit, ey, was ich alles nicht hab, tut mir leid. Guckt einfach unter meine neuesten Videos auf dem Hauptkanal. Da ist definitiv immer auch ein Link für Discord dabei. Oh, wie die da rumliegen. Wie die da rumliegen und einfach tot sind. Ah, ich hasse es. Ja, 500 Subs wäre schon crazy, ne? Hey, The Night Bash, dankeschön. Vielen Dank für die 2 Euro. Was hältst du von Legacy of Kain? Ich habe tatsächlich nur, muss ich zu meiner Schande gestehen, Blood Omen 2 gespielt. Und das liebe ich komplett. Blood Omen 2 ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ich habe dann nachträglich mal versucht, Soul Reaver zu spielen, aber irgendwie hat mir das nicht gefallen. Ich glaube, das war dann schon, weiß zu alt. Ich war von Blood Omen 2, hatte ich andere Erwartungen oder so, keine Ahnung. Bin ich nicht so reingekommen. Aber Blood Omen 2 finde ich absolut genial. Das spiele ich heute noch immer wieder mal gerne, alle paar Jahre. Gefällt mir sehr gut. Vor allem, wenn dann die Alien-Dämonen plötzlich kommen. Mit denen rechnet man wirklich nicht. Das war schon sehr cool. Ach, hier sind wir. Okay. Die Kreierer von der Marke Holy müssen doch bedacht haben, dass Leute sich drüber lustig machen werden, indem die Leute Holy Shit sagen. Holy ist aber auch Holy. Wenn man das weiß, das ist so, das könnte auch so eine Werbung sein. Wenn man Holy trinkt, dann sagt man so, Holy Shit, ist das geil. So kannst du es auch verstehen. Dann macht das alles wieder Sinn. Gut. Wie ihr eure Accounts mit verknüpft mit Discord, das kann ich euch auch nicht sagen. Aber ihr findet das raus, ihr schafft das. Da gibt es Anleitungen. Ich habe es auch geschafft, auch wenn es schon lange her ist.
Das kriegt er auch hin. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber es ist nicht schwer. Ein offenes Journal. Die Seiten sind blank. Ah, ein Feuerzeug. Ah, wenn ich doch jetzt nur Platz im Inventar hätte. Und ich glaube, die irgendeine Tür. Ist es die Tür, die man nur so und so oft benutzen darf? Ansonsten geht die kaputt. Ach, wisst ihr was? Ach, ist es... Irgendein Zombie hat mich irgendwann mal gebissen, ne? Es hat sogar ein bisschen was geheilt, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Vielleicht bringt Holy ja bald die Sorte Holy Shit raus. Was mit, warum mit Hanfgeschmack? Den verstehe ich nicht. Aber ich hoffe auf jeden Fall nicht mit, Shit-Geschmack. So, die werden jetzt auf jeden Fall mal angezündet, weil hier werden wir sehr oft vorbeigehen. In den Safe Room werden wir oft reingucken. Da kann ich keine zwei Headshrinker. Ich habe, das ist wirklich witzig, aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr nachvollziehen kann, warte mal, das nehme ich gleich mit, habe ich früher als Jugendlicher, als halt das Spiel rauskam und neu war, habe ich die Crimson Heads immer Headshrinker genannt. Ich habe die irgendwie unter dem Namen abgespeichert. Ich kann euch nicht sagen, woher der Name kommt. Ich weiß es wirklich nicht, aber irgendwie ist Headshrinker bei mir abgespeichert gewesen und ich dachte ganz lang, die heißen so. Und jetzt gerade ist mir das Wort wieder rausgerutscht. Headshrinker. Ich habe das einfach irgendwie erfunden. Weiß ich nicht. Ich weiß wirklich nicht, wo das herkommt, aber gut. So. Die hätten wir schon mal. Vielleicht hat Wesker auch einen Befehl an Brett wegzufliegen. Wenn Schüsse fallen, ja, vielleicht. Das wäre zumindest noch einigermaßen plausibel. Dass Brett per Anweisung dann wegfliegt, wenn geschossen wird, so quasi. Aber macht irgendwie auch nicht so hundertprozentig Sinn eigentlich, ne? Aber... Naja, ich glaube, Brett ist ein Verräter, wenn ihr mich fragt. Gibt's auch Red Bull-Geschmack? Nee, ganz im Gegenteil, ganz im Gegenteil. Ich finde, Energy Drinks haben normalerweise immer so weirden Gummibärchensaft-Geschmack, wenn ihr wisst, was ich meine. Energy Drinks haben diesen weirden Geschmack immer und ich bin kein Fan davon. Und Holy hat das halt gar nicht. Deswegen mag ich die sehr viel lieber, weil die schmecken halt einfach nach dem, was draufsteht oder was drin ist. Die schmecken eher so ein bisschen, ja, wie Eistees oder sowas. Und da bin ich mehr Fan davon. Und nicht so nach Gummibärchen. Ich kann es nicht anders beschreiben als der Gummibärchen-Geschmack. Wie findest du die Geschmacksrichtung Birne von Holy? Die neuen Hydration-Birne finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Ich finde, der Geschmack ist mir persönlich ein bisschen zu süß und ein bisschen zu wenig Birne. Ne, würde das intensiver nach Birne schmecken und dafür weniger süß, wäre es mir lieber. Aber ich finde es trotzdem noch geil. Ich glaube, ich mag Birne. Na, ich wechsle immer so. Ich bin mir nicht sicher. Die haben jetzt Cranberry und Birne rausgebracht. Ich finde beide gut. Und am Anfang dachte ich mir so, ich mag Cranberry lieber. Aber mittlerweile würde ich tatsächlich sagen, dass ich Birne lieber mag. Ich kann mich da selber nicht entscheiden. Aber kann Brett wirklich ein Verräter sein, wo er doch die ganze Zeit noch in der Nähe rumfliegt, immer wieder versucht, sein Team anzufunken und am Ende alle rettet? Vielleicht kriegt er ein schlechtes Gewissen. Ich meine, Barry hilft Wesker auch nicht freiwillig, ne? Und ich meine, wenn Wesker Barry erpresst, wer sagt uns denn, dass er nicht auch andere Teammitglieder erpresst? Theoretisch könnte er alle erpressen, außer Jill und Chris. Bei denen würden wir es wahrscheinlich wissen. Aber alle anderen sterben entweder. Oder... reden vielleicht einfach nicht drüber.
Ich meine, theoretisch ist es möglich. Warum bin ich hier reingegangen? Ich glaube, ich wollte das Feuerzeug ablegen. Kann mich nicht mehr erinnern. Wurscht. Let's go. Mir egal, Hauptsache eiskalt. Ich trinke die mittlerweile tatsächlich auch ohne Eiswürfel. Aber kalt ist es schon noch geiler. Das stimmt. Ah, den kann man nur ein paar Mal benutzen. Die Tür kann man nur ein paar Mal benutzen. Das war's. Das ist die böse Tür. Ich glaube, ich muss mir jetzt doch auch mal so ein Holy-Paket probieren. Du schwärmst immer so davon. Ja, mach das wirklich. Ich find's wirklich geil. Je nachdem, auf was du mehr Bock hast, ob Ice Tea Energy oder Hydration, gibt's auch extra Probepakete nur dafür. Da kriegst du dann 15 Portionen so ein bisschen durch die Bank. Kann man ein bisschen durchprobieren. Sehr gut. Der wird nicht mehr zum Crimson. Oder du kaufst dir gleich das Premium-Probierpaket, wo alles mit drin ist. Da kann man mal alles ordentlich durchprobieren. Und ich meine, falls es nichts für dich ist, was ich nicht hoffe, dann ist nicht viel verloren. Die schreien irgendwie eher wie Affen oder so, ne? Fand ich schon immer komisch. Ich habe den Preis nicht im Kopf. Du musst mal gucken. Warte mal, ich glaube, Ausrufezeichen Holy sollte zumindest funktionieren, oder? Ja, da ist der Link. Über den kommt ihr auf die Holy-Seite. Unten stehen auch nochmal die Codes. LSBR für 5 Euro Rabatt für die erste Bestellung. LSBR 10 für 10% Rabatt. Und also solange eure erste Bestellung nicht über 50 Euro ist, lohnt sich auf jeden Fall der 5 Euro Code mehr. Und ja, genau, da findet ihr alle Angebote. Da sind auch die Probierpakete. Oben steht, glaube ich, sowas wie Anfänger oder ne, Neulingspakete oder was weiß ich was. So ähnlich heißt es. Könnt ihr mal gucken. Okay, dann teste ich das jetzt mal mit der Schrobflinte. Ob uns Barry einfach rettet, ob wir nicht die kaputte brauchen. Wenn, dann wusste ich das, glaube ich, damals nie. Ich habe immer... Aber, oder verwechsel ich das einfach nur mit Chris? Ich weiß es nicht. Rookie-Paket, ja. Da ist dann auch so ein Becher mit dabei. Der ist wichtig. Ich habe 45 Euro bezahlt, habe daher den 10%-Code benutzt. Ja, logisch, das macht ja Sinn. Ah, ich traue mich nicht. Ich habe nicht gespeichert, Leute. Oh, shit. Oh, God. What did I do now? Gut. Cutscene. Wesker! Barry! Help! Jill! You in there? Barry? Get me out of here! The door's jammed! Stand back! Grab my hand! Slinder Rex Vaktos ist jetzt ein Birdrider. Yay! Slinder Rex! Vielen, vielen Dank für deinen Sub im dritten Monat. Auch dir ein herzliches Hossa. Barry. That was a close one. A second late, you would have fit nicely into a sandwich. Really? Thanks. Sie haben nicht mal Chill Sandwich richtig Barry, gemacht in dem Remake. But Barry, didn't you say you were going back to the dining room to find other clues? I'm glad and all, but why die Dialoge sind das Einzige, das das Remake schlechter macht. Weil es die Dialoge besser gemacht hat. Und das ist nicht gut. We should get back to searching for Wesker and Chris. Thanks, Barry. I owe you one. Don't mention it. Okay, cool. Dann haben wir jetzt die Schrobflinte, wir haben Pistole, wir haben Messer. Wir haben alles, was wir brauchen. Jetzt muss ich nur gucken, wo wir eigentlich hin müssen. Die Chemikalien holen wir jetzt auf jeden Fall noch schnell aus dem Garten, damit wir die auch schon mal haben. Oh, diese alternative Steuerung. Sie ist irgendwie Fluch und Segen zugleich.
Danke schön, Slenderax, für 2000 Bits. What? Wow, vielen, vielen Dank. Das ist ja mega großzügig von dir. Dankeschön. Super nett. Nice. Moment, waren es 1000 oder 2000? Ich krieg... Es waren 2 mal 1000, oder? Dankeschön, ja. Aber auch 1000 wären super nett. So oder so, dankeschön dafür. Womit habe ich das verdient? Oh, wow, und 10 Subgifts hinterher. Ich habe erst nächste Woche Geburtstag, Danny, aber dankeschön. Ist jetzt ein Bird-Rider. Dankeschön, Slenderax. Das ist ja echt nett. So, jetzt bin ich komplett aus dem Konzept deswegen. Diese Großzügigkeit hat mich überwältigt. Das nächste Spiel mit Barry's Revelations 2, genau, ja. Alexa? Saftig Obst aus. Ist jetzt ein Bird Rider. Alexa wollte gerade ein Lied namens Revelations 2 anmachen. Nein, Alexa, aus jetzt. Aus, Alexa. Burndown-O ist jetzt ein Bird Rider. So. Böse Alexa. So, huh. Wo sind wir stehen geblieben? Kutschek ist jetzt ein Bird Rider. Gehen wir ruhig mal den Weg zurück. Gies Uran ist jetzt ein Bird Rider. Dr. Max Thor ist jetzt ein Bird Rider. Du verdienst jeden Sub, dankeschön. Das ist wirklich sehr nett von dir. Lawsons ist jetzt ein Bird Rider. So. Nein, das war's immer noch nicht. 2 kommen noch. Barry. Oh, Jill. ML-Matthias ist jetzt ein Bird Rider. No. Can't say it's much safer here either. We better secure our escape route first. It's gonna be back to us. All right then, let's split up again. Mickey Dallas Original ist jetzt ein Bird Rider. So, jetzt sind wir durch. Slenderax, nochmal vielen, vielen Dank für Bits und Subs und alles. Dankeschön. Absolut großartig. Oh, wir haben gerade unsere Waffe gegen Lebendes bekommen. Dankeschön. What about you? Die können wir jetzt ganz hart werfen. Oh, don't worry. I like the buddy system we have here. I see. Thanks. I'll take it. See you later. Ciao. Nein, ihr kann halt die Granaten auch nicht mit seiner Magnum schießen, ne? Was will er damit? Er hat halt auch keinen... Warum nimmt er überhaupt auf die Mission Säuregranaten mit, aber keinen Säuregranatenwerfer? Naja. Barry halt, ne? Barry ist halt Barry. Hier, da. So, wo gehen wir jetzt? Also gucken wir mal in den anderen Flur. Kontrollieren wir den anderen Flur mal. Die Waffe gegen Leben, das ist schon super, ja. Mein Inventar ist voll. Kann sein, dass er die in der Villa gefunden hat, aber dann funktioniert mein Witz nicht mehr. Deswegen bleibe ich dabei, dass er die immer in der Hosentasche hat und mitnimmt. Oh, nee, oder? Oh, oder? Oh, ist der mutiert schon? Nee, ich dachte, der tatsächlich schon mutiert ist. Das. Der sah so rot aus irgendwie. Naja.
dass hier so ein gruseliger Sound gespielt wird, wenn man die Küche betritt, ne? Es kommt ja dann auch so eine weirde Sequenz, wo ein Zombie die Treppe runterkommt. Oh, Moment mal, ein Dolch, den habe ich fast übersehen. Da hat jemand sehr aristokratisch diniert. Oder so. Mit dem Dolch hat er sein Essen geschnitten. Muss ich hier noch gar nichts machen? Dann gehen wir wieder. Ich habe immer noch nicht alles... Ah, jetzt kommt er schon. Das sah für mich sehr nach Krallen aus. Das Silent Hill 2 Remake. Oh. Eieiei. Eieiei, Leute. Ich hatte noch nie viel Hoffnung in das Projekt, weil ich weder Konami noch Blooper Team zutraue, dass die das gut hinkriegen. Und jetzt nach dem Gameplay-Trailer, nach dem Kampf-Trailer, oh, hat sich das für mich ganz stark bestätigt. Das sieht wirklich nicht gut aus. Ich meine, Blooper Team hat ja quasi durch die Blume schon angekündigt, dass die mehr hin zu Action und Gameplay wollen und ein bisschen weiter weg vom psychologischen Horror, was ich für absolut bescheuert finde. Gerade bei Silent Hill 2, da ist das wirklich nicht das richtige Projekt dafür. Und dann zeigen die Gameplay und es sieht einfach echt nicht gut aus. Es sieht nach langweiligen Arenen aus, die immer wieder mit den gleichen Gegnern gefüllt sind. Das Trefferfeedback sieht furchtbar aus, der Nahkampf sieht furchtbar aus. Es sieht so aus, als würde es sich nicht gut spielen. Und wenn man... Silent Hill 2 hat sich auch nicht gut gespielt, ne? Wurscht. Aber wenn man möchte, dass man quasi hin zu Gameplay geht, dann sollte es sich besser spielen und besser anfühlen irgendwie. Das ist einfach nicht so gut. Nee. Da habe ich nicht mehr viel Hoffnung jetzt. Aber gucken wir mal. Der Trailer, man hat ja fast nur Kampf gesehen im Trailer. Ich meine, der heißt auch, fairerweise muss man sagen, der heißt auch Kampf-Gameplay-Trailer, ne? Also, ja, gut. Vielleicht vermittelt der Trailer jetzt auch ein falsches Bild von dem Spiel und es wird gar nicht so kampflastig, wie es da aussieht, aber aktuell sieht das nicht gut aus für mich. Gucken wir mal. Wird ein 40% Spiel werden. Oh, das ist schon sehr hart. Das glaube ich tatsächlich auch wieder nicht. Aber ich würde halt... Ja, es ist super schwer, da jetzt drüber zu spekulieren, aber wenn ich raten müsste, würde ich sagen, das wird ein 75er-Spiel. Vielleicht kratzt es noch an der 80 sogar. Das wäre so meine Einschätzung. Aber wie gesagt, ist ja Quatsch, jetzt darüber eigentlich zu spekulieren. Aber ja, ich sag's mal so. Ich prognostiziere es mal. So, wo bin ich denn jetzt gelandet hier? Ich kenne mich gar nicht mehr aus. Ah, sehr gut. Ich hoffe und glaube, wir können jetzt durch die Tür, oder? Ja, und jetzt brauchen wir auch den Schwertkey nicht mehr. Und jetzt sind da drei Zombies. Die werde ich alle nur leicht anschießen und dann weiterlaufen, damit sie sich regenerieren können. Und ich werde jetzt den ganzen Run bereuen. Wer im Original Resident Evil dabei war, weiß, wovon ich rede. Wer grunzt denn da durch Nacht und Wind? Das Zombie ist von Wesker-Kind. Hey! Ich wusste gar nicht, dass die auf Treppen beißen können. Ich dachte, die können auf Treppen nur kotzen. Aber im Liegen können sie anscheinend auch... Echt? Na, wenn er meint, glaube ich ihm das mal. Naja. Nee. Morgen tatsächlich kommt ein Coffee Cake and Game Podcast. Da rede ich mit Michael nur über Silent Hill, also speziell über dieses Short Message, das er jetzt vor kurzem kostenlos rauskam und über den Silent Hill 2 Trailer und über zukünftige Silent Hill Projekte, dieses Townfall und F, ne, so unsere Einschätzung. Ich würde sagen, man kann schon sagen, dass wir beide eher negativ eingestellt sind, aber... Ja genau, da reden wir auf jeden Fall nochmal sehr ausführlich über all diese Punkte. Wenn euch das interessiert, dann schaut da morgen rein.
morgen um 18 Uhr geht der wahrscheinlich online. Werde, also ziemlich sicher. So, ich gehe gleich mal Trillerpfeifen. Ich habe die Trillerpfeife schon jetzt eingesteckt, ja, okay. Ja, dann komm halt auch noch her. Tja, das war ein kurzer Spaß. Ja, das stimmt. Die Zombies wollen auch ihr Stück von Chill Sandwich. Okay. Gehen wir Triller pfeifen. Die Motten werden auch bald noch klar. Riesenmotten hier. Ich glaube, ich könnte mal... Wollt ihr ein Video sehen? Soll ich mal ein Video drüber machen, wo ich über das Schicksal von allen Stars-Mitgliedern rede? Wie alle gestorben sind und so weiter? Wer sie waren und wie sie gestorben sind? Ein Stars-Team-Todesvideo? Das könnte man vielleicht mal machen. Weil ich habe mir gerade selber gedacht, würde mich eigentlich interessieren, die ganzen Leute auf diesem berühmten Stars-Foto, wo sind die alle gestorben? Wen davon treffen wir im Spiel? Und so weiter und so fort. Da habe ich selber gar nicht den Überblick. Das wäre vielleicht ganz interessant. Wow, habe ich gerade den Hund geköpft. Ich wusste nicht, dass man im Spiel Hunde auch kaputt machen kann. Ja, mach das. Ja, Mann, ja. Okay, ja, ich finde es auch interessant. Ist Chill hier auch das ultimative Böse? Wie im Original meinst du? Vermutlich. Ich bin mir noch nicht sicher. Brauche ich die Hundepfeife nochmal? Wirklich? Dass die nicht aus meinem Inventar entfernt wird. Der magische Miesmuschelschlüssel. Armes Affenhündchen. You unlocked it. Und das ist auch alles, was ich mit der Tür machen wollte. Moment, glaube ich, oder? Ja. Ja, okay, ich gehe schnell durch, damit sie auf der Karte nicht grau angezeigt wird. Aber ich glaube eigentlich... Ah, jetzt wirft man die Whistle ab. Alles gut. Hi Subject, vielen Dank für deine YouTube-Lore-Videos. Sind der Hammer. Bin aktuell auch wieder in Resident Evil von vorne anfangen. Ja, sehr cool. Dankeschön. Freut mich, dass sie dir gefallen. Ja, ich fand schon jetzt sehr cool, diese Reise durch die Retro-Resident Evil-Teile. Wir sind ja noch nicht durch, ne? Wir haben noch so viel vor uns. Es kommt ja jetzt nach, dem kommt noch Zero und dann die Outbreak-Teile. Und dann beginnt quasi so ein bisschen Kapitel 2 im Resident Evil-Universum, würde ich sagen, mit Resident Evil 4. Und da gab es ja auch noch viele Spin-Offs und so weiter. Und dann kommen wir schon langsam mit die Moderne, mit der Re-Engine. Das ist schon cool. Habe ich schon auch sehr viel Bock drauf. Ich bin echt froh, dass ich viele Spiele, gerade die skurrilen Spin-Offs, endlich mal mir angeguckt habe, auch wirklich, also selber gespielt habe. Das ist einfach immer was anderes. Selber spielen ist immer was anderes. Du kannst noch so viele Sachen dir ansehen und durchlesen. Wenn du selber den Controller in der Hand haltest, hast du einfach ein anderes Gefühl für so ein Spiel. Du kannst das ganz anders einschätzen. Das ist schon gut, das mal zu machen. Ah, alternative Steuerung. Um Gottes Willen. Mein meist ersehntes Resident Evil Remake zukünftig. Boah.
Also, nachdem ich das Resident Evil 4 Remake sehr genial finde, würde ich mich tatsächlich über ein Resident Evil 5 Remake freuen, das aber nicht die gleichen Rückschritte macht, wie es Resident Evil 5 im Vergleich zum Original Resident Evil 4 gemacht hat. Sondern jetzt sollen sie bitte auf dem Resident Evil 4 Remake aufbauen und da auf der Basis ein Resident Evil 5 Remake machen. Das fände ich sehr cool. Ich glaube, auch so ein Resident Evil 2 Remake-artiges Remake vom ersten Teil würde ich sehr cool finden. Ach, ich würde alles cool finden. Ich nehme die alle. Ich nehme die alle. Resident Evil 5. Ja, haben wir vorher schon drüber geredet, ob man Resident Evil 5 dann vielleicht online irgendwie Koop spielen kann. Aber da muss ich mal gucken. Da habe ich noch keine Pläne und das dauert auch noch lange, bis wir an den Punkt kommen. Habe ich schon gespeichert und das Farbband wieder weggepackt? Das war gerade alles im Autopiloten. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich denke schon. Ich bin mir nicht sicher, ob ich überhaupt schon den passenden Schlüssel habe, aber ich nehme jetzt mal den blauen Edelstein mit, falls ich bis zum Tigerkopf komme. Ich bin mir gar nicht sicher. Code Veronica Remake. Ja, das wäre auch nice. Definitiv. Das wäre auch super cool. Soll ich die Zombies noch schnell anzünden? Ja, komm, zünden wir die zwei an da. Das ist auch so ein Ort, an dem kommen wir sehr oft vorbei. Machen wir Feuer. Angeblich 5 Resident Evil Titel in Bearbeitung. Also 5 verschiedene meinst du jetzt, nicht der 5. Teil. Habe ich ehrlich gesagt nichts davon gehört, das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich halte das überhaupt nicht für unwahrscheinlich. Wenn man Leaks glaubt, die von allen Seiten schon immer kommen, auch von sehr zuverlässigen Quellen, dann ist das scheinbar bei Capcom ziemlich normal. Und das sieht man auch in Artworks und frühen Projekten von ihren Spielen, dass die sehr viel gleichzeitig entwickeln und sehr viel hin und her schieben und dann wird das Projekt mal zu einem anderen Projekt und die Elemente aus dem Projekt werden übernommen für ganz was anderes und so weiter. Insofern klingt das auf jeden Fall plausibel, ja. Das würde ich gar nicht unbedingt anzweifeln. Auch wenn ich dazu jetzt nichts weiß. Resident Evil 5 habe ich, glaube ich, für die PlayStation, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe das für die Xbox 360 und die PlayStation, glaube ich. Und darüber würde ich das dann auch spielen, entweder oder. Ich weiß nicht mehr genau. Ich habe mir so viele Resident Evil Teile auf so vielen Systemen gekauft. Ich weiß nicht mehr genau, was ich wo überall habe. Ich meine, Original Resident Evil 5 habe ich damals auf der Xbox 360 gespielt, aber habe es mir dann nochmal für die PS5 oder so gekauft, also rückwirkend dann, ich weiß es nicht mehr. Nee, den oben, der Geköpfte war auf der Treppe, der hat sich schon angezündet, der hat sich schon aufgelöst. Der, den wir oben angezündet haben, das war ein anderer, das war der, der in der Nische stand. Das war nicht der Angezündete. Lockpick. Das könnte auch Lockenstab heißen oder so. Keine Ahnung. Das war gerade irgendwie so ein Witz auf Otto Walkes Niveau, oder? So ein alter Otto-Gag. Peter, Paul and Mary are sitting in the kitchen. Peter, Paul und Maria sitzen im Gefängnis. Aber für was braucht denn Jill dann bitte eigentlich diese kaputte Pumpgun? Ich bin total aus dem Häuschen, dass Barry sie da einfach automatisch auch hier rettet. Ja, aber wenn ich das für die PlayStation-Konsolen habe, dann kaufe ich das auch, wenn es günstig ist, nicht nochmal auf Steam. Das wüsste ich jetzt nicht, warum. Ich brauch nicht wirklich unbedingt jedes Resident Evil für alle Systeme, auf denen es erschienen ist. Ich habe es eh schon für sehr viele Systeme. Man kann es auch übertreiben. Resident Evil 9, Remake von Code Veronica, Zero, One und 5. Ja, würde ich alle nehmen, definitiv. Also, dass ein Resident Evil 9 in Entwicklung ist, da können wir uns, glaube ich, alle sehr sicher sein, ne?
Ach so, brauchen wir erst den richtigen Schlüssel, alles klar. Remake von Code Veronica, definitiv ein Fan-Favorite. Würde mich schon allein deswegen nicht wundern. Wisst ihr, das könnte so ein Prestige-Projekt sein von Capcom. Das kann ich mir gut vorstellen. Auch wenn das nicht das erfolgreichste war, ist das mittlerweile fast wie so eine, wie so ein Geheimtipp, so eine Legende. Es gab schon viele Remakes von Spielen, die eigentlich nicht erfolgreich waren, die aber so eine laute Fan-Community bekommen haben und die deswegen dann irgendwie einen sehr guten Ruf hatten. Und ich glaube, da kann man nachträglich durchaus nochmal Erfolg abschöpfen. Kann ich mir schon auch vorstellen. Und 1 und 5 sehe ich auch als sehr plausibel. Und von der Liste würde ich jetzt so rein logisch gesagt Zero fürs Unwahrscheinlichste halten. Aber ich habe ja eh schon immer gesagt, solange die Remakes gut laufen, solange die sich verkaufen, werden die alles remaken. Absolut alles. Absolut alles. Ich glaube, wenn die mit Resident Evil durch sind und es sollte noch zu früh sein, dass die schon mit Resident Evil 2 wieder anfangen, dann kommt auch noch irgendwie Dino Crisis mit rein oder so. Nee, dann nehmen die alles mit, glaube ich. Oh, der liegt hier aber gefährlich vor der Tür. Den werde ich übersehen, wenn er sich verwandelt. So, jetzt lasst mich kurz schauen. Wir müssen jetzt zu dem Gang, zu dem ich komme, wenn wir... Ja, okay, ich gehe... Ja, ich weiß schon. Okay. Hi, Sinn. Hab endlich auch mal in den Stream geschafft. Das freut mich. Hallo. Ja, ein Dino Crisis Remake würde ich auch gerne sehen. Ey, ich bin immer noch, weißt du, keine Ahnung. Als Kind war ich halt ein riesen Dinosaurier-Fan. Es wäre, glaube ich, Quatsch zu behaupten, dass ich immer noch Dinosaurier-Fan bin. Aber ich meine, wer liebt Dinosaurier nicht? Dinosaurier sind awesome. Und die Dino Crisis Dinosaurier in wunderschöner, moderner 3D-Grafik zu sehen, das alleine wäre schon wert. Dafür alleine würde ich mir schon ein Remake kaufen. Immer her damit. Outbreak, Survivor, Dead Aim. Ah, die... Ja. Wie gesagt, irgendwann vielleicht alles, auch Outbreak. Aber die, auf die würde ich jetzt nicht warten, ehrlich gesagt. Auf die würde ich nicht hoffen. Am wenigsten noch. So, ich glaube, jetzt kommt unser erster Crimson Head. Oder wie ich sie immer liebevoll nenne, Headshrinker. Aus irgendeinem Grund. Ich glaube, ich bleibe jetzt dabei. Das ist mein Kosename für die. Moment mal, ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Ach so, ja, nee, alles gut. Nicht die Krähen aufschrecken. Guck mal, Spiegelung. Spiegelung. Was ist eigentlich passiert? Wo sind wir in der Videospielentwicklung falsch abgebogen, dass seit 10 Jahren oder so plötzlich keine Spiegelung mehr gibt? Und früher war Spiegelung irgendwie ganz normal in Videospielen. Früher gab es Spiegelungen. Mittlerweile nicht mehr. Das ist doch irgendwie ein Rückschritt. Oh oh. Okay, ich muss auf den Kopf ziehen. Nein, chill, reiß dich zusammen. Holy shit. Der kombot mich hier nieder. So, das hat sich ausgekombot. Der hat mich jetzt echt schneller geschlagen, als ich zielen konnte. Ziemlich mies. Dino Zombies würde ich auch sofort nehmen. Ein Crossover zwischen Resident Evil und Dino Crisis fände ich sogar ziemlich awesome, muss ich sagen. Hätte ich überhaupt nichts dagegen. Fände ich eine sehr lustige und interessante Kombination, ne? Am Anfang irgendwie... Ja, es wäre gut. Stellt euch vor, am Anfang geht's los wie ein normales Dino Crisis. Man landet auf der Insel, es kommen Dinosaurier, es ist super weird und sowas. Schön langsam deckt man auf, dass die Dino Crisis Firma mit Umbrella unter einer Decke steckt, nachdem man im Untergrundlabor des Dinosaurier-Forschungseinrichtungsdingens plötzlich Zombies trifft. Und so typische Umbrella-Biowaffen. Und dann kommt man aus dem Labor raus und plötzlich hat sich der Virus ausgebreitet. Die Dinos wurden infiziert und überall sind Zombie-Dinos. Gemeinsam mit Zombies und sowas. Der Plot-Twist, ne, damit rechnet man nicht. Es ist angeblich ein Dino-Crisis-Remake und dann plötzlich so, bam,
Resident Evil und Dino Crisis spielen im gleichen Universum. Surprise, Überraschung. Das wäre schon cool. Das wäre schon ein cooler What the fuck Move. Ja. Ansonsten hat ja Capcom vor kurzem noch hier Dings hier rausgebracht, ne? Wie heißt das gleich nochmal? Nicht Dino Crisis, aber das von das in den Trailern voll aussah wie Dino Crisis und dann war es was anderes. Dieses Massenschlacht-Dinosaurier-Spiel habe ich vor kurzem mal gespielt, weil es im Game Pass ist. Und es ist irgendwie nett, aber keine Ahnung. So wie alles, was Capcom macht, wenn so Multiplayer geht, halt nicht mehr, ne, als nett. Insofern, naja. Und auf einmal kommt ein T-Rex. Kommt ein Tyrant und spaltet ein T-Rex. Oder auf einmal steht das T in T-Rex für Tyrant. Ein Tyrant-Rex. Das wär's. Der Tyrantsaurus Rex. Und dann kommt Dante aus Devil May Cry. Ja, dann ist auch schon wurscht, klar. Her damit. Dann kommen alle Fortnite-Crossovers ever. Dann kommt Batman und wirft ein Batarang auf Eminem. Weil dann ist auch schon alles egal. So, das war mal ein lamer Jumpscare. Der T-T-Rex. Das klingt falsch. Okay. Ich habe immer noch den blauen Kristall dabei. Ich weiß nicht warum, aber ist okay. Jetzt können wir ihn gleich brauchen. Ja, ich muss echt sagen, ne, ich habe ja schon gesagt, ich glaube, Outbreak wird mir leider nicht gefallen. Ich glaube, das ist mir zu stressig und zu wuselig, was ich so mitbekommen habe. Aber ich freue mich schon sehr auf Oscar und überhaupt auf die ganzen Zootiere, die mutierten im zweiten Teil und so. Ne, Oscar der Elefant, das wird cool. Da bin ich sehr gespannt drauf. Überhaupt ein paar Gegnertypen und ein paar Geschichten auch. Ich glaube, Outbreak könnte schon cool sein oder kann schon cool sein. Ich glaube, ich mag nur die Grundmechanik nicht, dass man immer Zeitdruck hat und dass immer neue Gegner spawnen und so weiter. Ich glaube, das nervt mich leider eher. So kann man natürlich seine Munition irgendwie auch sicher aufbewahren, ne? Damit die Kinder nicht rankommen oder so, keine Ahnung. Gibt man halt, versteckt man es halt hinterm Tiger, im Tiger-Safe. Oscar, so nenne ich immer die Gefangenen in TR3. Ich weiß nicht, was TR3 steht, aber Oscar heißt eben der Elefant aus dem Raccoon City Zoo. Der war die Hauptattraktion in dem Zoo. Sogar. Der wurde Weihnachten immer weihnachtlich dekoriert im Weihnachtsumzug. Bevor er zum Zombie wurde. Spiele mit Zeitdruck mag ich auch nicht. Nee, schade, ne? Ich finde es auch. Ich glaube, wenn man irgendwie in den Optionen bei Outbreak einstellen könnte, dass man keinen Zeitdruck hat. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich hoffe, ich tue dem Spiel jetzt hier nicht unrecht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, ist es immer so, immer, dass deine Figuren, deine Charaktere mit dem T-Virus quasi infiziert sind und du kannst durch grünes Kraut quasi deinen unsichtbaren Timer im Hintergrund zwar verlängern, aber letztendlich musst du die Level irgendwie in einer gewissen Zeit schaffen, weil sonst sterben die instant am T-Virus und dann spawnen eben auch noch die ganze Zeit neue Gegner und du wirst immer dazu gedrängt, auch weiterzugeben, weil die irgendwann einfach zu viel werden. Ach, Tomb Raider, okay. Was war das? Das ist auch so lustig. Ah ja, genau, Michael hat für den Podcast irgendwie eine Folge zu Assassin's Creed gemacht. Ich weiß nicht mehr genau, worum es da geht, aber irgendwie war das so,
wir raten alle AC-Spiele. Und im ersten Moment habe ich das gelesen und dachte, hä? Michael hat einen Podcast zur Animal Crossing-Reihe gemacht? Das ist immer ein bisschen verwirrend mit den Abkürzungen. Okay, wir haben hier das legendäre Tagebuch des Wächters, aber des Keepers. Aber es ist auf Englisch. Ich werde es aber trotzdem jetzt einfach, während wir lesen, ein bisschen versuchen, ins Deutsche zu übersetzen, mehr oder weniger flüssig. 9. Mai 1998. Ich habe heute Nacht Poker mit Scott und Elias von der Security gespielt und Steve aus der Forschungsabteilung. Steve war der große Gewinner, aber ich denke, er betrügt. Arschloch. 10. Mai 1998. Einer der Vorgesetzten hat mich damit beauftragt, eine neue Kreatur zu überwachen. Es sieht aus wie ein hautloser Gorilla. Ich wurde angewiesen, ihm lebende Tiere zum Fraß vorzuwerfen. Wenn ich Schweine reinwerfe, scheint die Kreatur erst mit ihnen zu spielen, reißt dem lebenden Schwein Beine ab und reißt die Gedärme raus, bevor es erst anfängt, sie zu essen. 11. Mai 1998, 5 Uhr morgens. Scott woke me up. Guckt mal, das ist mir noch nie aufgefallen, oder? Ich glaube irgendwie die O's. Irgendwie ist, glaube ich, bei den O's der Leerraum ausgefüllt. Nee, doch nicht. Das sieht bei woke komisch aus, als ob da ein Loch in der Schrift wäre. Ist egal. Hat mich nur gerade irritiert. Also 5 Uhr morgens. Scott hat mich aufgeweckt. Hat mich zu Tode erschreckt. Er hat so einen Schutzanzug getragen. Er hat mir einen anderen gegeben und hat mir gesagt, ich soll ihn anziehen. Er hat mir gesagt, es gab einen Unfall im Labor, im Keller. Ich habe gewusst, dass irgendwann sowas passieren wird. Diese Bastarde in der Forschungsabteilung schlafen auch nie. Nicht mal an Feiertagen. 12. Mai 1998. Ich trage diesen verdammten Weltraumanzug jetzt schon seit gestern. Meine Haut wird ganz juckig und geschwollen. Juckig und schwellig. Die verdammten Hunde haben mich irgendwie komisch angeguckt. Also habe ich beschlossen, sie gestern nicht zu füttern oder heute nicht zu füttern. Scheiß auf die. 13. Mai 1998. Ich bin zur Apotheke gegangen, weil mein Rücken geschwollen und juckig ist. Sie haben eine große Bandage drauf gemacht und haben mir gesagt, dass ich den Schutzanzug jetzt nicht mehr tragen muss. Ich will eigentlich nur noch schlafen. 14. Mai 1998. Ich habe eine große Blase an meinem Fuß gefunden heute Morgen. Ich kann meinen Fuß nicht mehr richtig bewegen und habe ihn hinter mir hergeschliffen, als ich zum Hundezwinger gegangen bin. Sie waren ganz schön still den ganzen Tag. Es ist seltsam. Dann habe ich festgestellt, dass sie entflohen sind. Vielleicht, das ist wahrscheinlich der Weg, wie sie es mir heimzahlen, dass ich sie die letzten 3 Tage nicht gefüttert hat. Wenn das irgendjemand herausfindet, dann wird mein Kopf rollen. 16. Mai 1998. Gerüchte darüber, dass ein Forscher entfliehen wollte und dabei in der Nacht erschossen wurde, gehen um. Mein ganzer Körper fühlt sich heiß und juckig an. Ich schwitze die ganze Zeit. Ich habe mir eine Schwellung auf meinem Arm aufgekratzt und ein Stück verfaultes Fleisch ist herausgefallen. Was zur Hölle passiert mit mir? 19. Mai 1998. Fieber weg, aber juckig. Heute hungrig und habe Hundefutter gegessen. 21. Mai 1998. Juckig, juckig, Scott ist gekommen. Hässliches Gesicht. Hab ihn getötet. Lecker. 4. Juckig, lecker. Ich finde, juckig ist eine gute Übersetzung für itchy. Tada! Und da ist er auch schon. Ich schätze, das ist er. Ich weiß es nicht. Ich gehe davon aus, dass das der Keeper ist. Ich weiß nicht, warum er sich im Schrank eingesperrt hat, nachdem er Scott gegessen hat, aber jetzt juckt dich nichts mehr. Vielleicht war das auch Scott, ne? Es könnte auch sein. Vielleicht ist der Glatzkopf der Keeper. Und der hat Scott, nachdem er ihn gegessen hat, in den Schrank eingesperrt. Das, was von ihm übrig war. Auch möglich, dass er ihn verstecken wollte. Wie dem auch sei, ich schätze mal, das sind Keeper und Scott. Und jetzt habe ich sie von ihrem Juckreiz erlöst. Möget ihr in Frieden, na, beziehungsweise werden sie jetzt hier drin wahrscheinlich zu Crimson. Aber sollen sie als Crimson glücklich werden, ist auch okay. Sobald du gebissen wurdest, startet der Virus, es gibt aber Mats, die den anhalten. Okay.
Hi, Puzzles, was geht? Jucken lecker. Ja, das ist schon ein legendäres Dokument. Natürlich. Finde ich gut. In der Persona-Reihe gibt es da auch... Wann gibt es denn in der Persona-Reihe? Ich habe nur Persona 5 gespielt, deswegen weiß ich es nicht. Aber da gibt es, glaube ich, wann gibt es denn da Zeitdruck? Aber wurscht. Morgen Knie-OP. Ich dachte, du hattest schon die Knie-OP. Aber dann drücke ich dir die Daumen morgen. Dass alles gut geht. Ich muss echt sagen, ich fand das Spiel damals so gruselig, so unfassbar gruselig. Und jetzt ist es eigentlich chillig. Ah, jetzt habe ich leider mein Pflanzengift nicht dabei. Aber das holen wir jetzt schnell. Das machen wir schnell. Ja, ich hoffe es auch. Oh, die absolute Krönung wäre natürlich gewesen. Ne? Nee, das, also das Resident Evil 1 Remake ist perfekt und ich will es überhaupt nicht irgendwie schlecht reden. Aber die absolute Krönung wäre natürlich gewesen, wenn sie es noch geschafft hätten, dass sie ein passendes A- und B-Game reinpacken, ne? Wie im zweiten Teil damals. Dass die Jill und die Chris-Story ineinander passen, wenn man die der Reihe nach spielt. Das wäre natürlich nochmal so die... Also, keine Ahnung, die Lisa-Trevor-Geschichte ist ja schon die Kirsche auf dem Sahnehäubchen, aber das wäre nochmal so die Schokostreusel obendrauf gewesen. Aber das ist schon viel, ne? Das ist schon ein hoher Maßstab hier, ich weiß schon. Aber ich sage nur, das wäre wirklich nochmal so die absolute Krönung. Warum muss ich bei Holy die Getränke mit Eiswürfel zubereiten? Wo liegt der Unterschied? Musst du nicht. Ich trinke Holy oft ohne Eiswürfel. Das wird nur empfohlen, weil sie einfach kälter und erfrischender und leckerer sind vielleicht auch. Aber ich trinke die ganz oft ohne Eiswürfel und das geht ohne Probleme. Das musst du nicht machen. Der Shaker ist ja eh so konzipiert, dass wenn du die Eiswürfel reinmachst und dann schüttelst, dass die durch das Netz, das da oben drin ist, dieses Gitter, im Grunde zerkleinert werden. Du hast eh einfach nur ein sehr kaltes Getränk. Wenn du die zum Beispiel in den Kühlschrank stellst, hast du genau den gleichen Effekt, als wären Eiswürfel drin. Das ist komplett wurscht. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie einen Unterschied macht. Außer eben, dass es kälter ist. Wie du magst. Jeder Tag ist unwiederbringlich bei Persona. Du hast Zeitdruck beim Retten von Menschen. Ach so, meinst du. Ja, okay. Aber da gibt es ja nicht den... Du hast zu lange gebraucht und bist jetzt deswegen Game Over State, ne? Sowas gibt's ja nicht. Nach meiner Auszeit. Mitte März werden wir uns was einfallen lassen für die Kronkorken. Kannst du mal... Ein Shaker, wie ein Shaker zeigen. Warte mal kurz. Also grundsätzlich sieht der Shaker so aus. Wartet mal. Kann ich euch kurz zeigen. Grundsätzlich sieht der so in der Art aus. Und wenn ich jetzt hier aufschraube, ich muss nur gucken, dass ich nicht tropfe, weil da noch was drin ist. Dann ist da oben so ein kleines Netz. Seht ihr das? Das kann man auch rausnehmen, damit man es einzeln sauber machen kann. Und das sorgt dafür, dass die Eiswürfel zerkleinert werden und dass falls Klümpchen drin sein sollten, noch... dass die sich wegschütteln lassen leicht. Das ist eigentlich alles, glaube ich. Und ja, das eigentlich, das ist das. Du hast ingame ein Schuljahr Zeit. Okay, genau. Weil 1 vor Zero erschienen ist. Wir spielen die Spiele im... dem Erscheinungsdatum nach quasi, nicht der Chronologie im Spiel. Also von der Story her. Ihr wisst schon, was ich meine. Real Life, Echtwelt chronologisch und nicht Ingame chronologisch.
eine der vier Totenmasken. Ich finde, die sehen alle ein bisschen aus, aber vielleicht interpretiere ich das nur rein, aber ich finde, die sehen alle ein bisschen aus wie Spencer. Die haben Spencers Gesichtszüge so ein bisschen. Wie viel Inventarplatz haben wir denn? Nur noch einen. Ach, ich glaube, ich nehme gar kein Kraut jetzt mit hier. Clock Tower ist auch, ja. Clock Tower ist auch ein Spiel, das ich durchaus interessant finde. Das ist auch eins, das ich noch nie gespielt habe und das mich sehr interessieren würde. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass Clock Tower auch mal als Bonusspiel in dieser Reihe hier quasi landet. Aber da bin ich mir noch nicht sicher. Kommen wir da hinten durch? Das wäre gerade eine Abkürzung, die ich gern nehmen würde. Ja, gut. Die Maske sieht aus wie Mr. X, wie Voldemort. Na, da hat anscheinend jeder so seine eigenen Interpretationen, merke ich so. Ich glaube, er ist tot, Jim. Voldemort mit Nase. Hm. Okay, Moment. Ich bin jetzt hier. Ich möchte woanders hin. Gut. Dann mache ich das mal. Ich könnte... Ah, ich hätte... Ich sollte, ne? Ich weiß nicht, wo wir den Schlüssel benutzen müssen, den ich gerade gefunden habe. Deswegen gehe ich jetzt noch mal kurz da oben hoch, bevor ich noch mal in den Ostflügel der Villa gucke. Wüsste ich, kann ich dir gar nicht sagen, von welchem Publisher oder von welchem Entwicklungsteam Clock Tower ist. Aber jetzt müssen wir erstmal Eternal Darkness spielen. Na und wie gesagt, ab nächster Woche dann auf meinem Let's Play-Kanal Resident Evil 4 Remake Berserker-Mod. Wirklich cool. Ich bin mit dem Dorf aktuell, von dem, was ich gespielt habe, schon fast fertig. Und da habe ich schon so viel crazy Sachen erlebt. Ich will es euch wirklich gar nicht spoilen. Ich würde am liebsten drüber reden, aber ich will es gar nicht spoilen, aber... Die haben sich viel einfallen lassen, die Macher von dem Mod. Es ist crazy. Und sehr cool. Das wird eine würdige Stream-Vertretung, glaube ich, in der Zeit. Die Reihe. Wo bin ich? Ich kenne mich überhaupt nicht mehr aus gerade. Ah, genau. Schade. Ich bin nur wegen der Tür zurückgekommen. Sonst gibt es, glaube ich, keinen Grund. Nee. Ich glaube, die Tür da hinten können wir auch nicht öffnen. Seit heute ist ja Alyssa Developers Cut raus. Sei mal erst aus. Zumindest hatte ich mir eingebildet wie ein Remaster. Aber es ist scheinbar nur ein Port. Von diesem... sehr stark von Alice im Wunderland optisch inspirierten Survival-Horror-Indie-Spiel. Das habe ich eine Zeit lang gespielt. Das fand ich auch ziemlich cool. Das finde ich schon cool, dass aktuell auch wirklich so ein bisschen im Indie-Bereich so ein Revival vom klassischen Survival-Horror umgeht. Dadurch, dass es die AAA-Studios nicht mehr machen, natürlich ist da auch eine Nische frei geworden. Oh-oh. Headshot. Die sollen kommen, die Crimson Heads. Easy. Ich glaube, ich bringe die Totenmaske gleich zum Ort, wo sie hingehört. Dann müssen wir sonst später vier gleichzeitig transportieren. Auch nervig. Wer wird gleich den Kopf verlieren? Ja, aber wirklich. Die Crimson Heads sind einfach zu... Die sollen mal ein bisschen chillen. Finde ich auch.
Resident Evil 1 Remake ist das bestgealterte Spiel, was ich kenne. Unglaublich. Ja, also ich meine wirklich, ne, wenn man überlegt, dass die Original GameCube-Version ist, glaube ich, 2000. Ist das jetzt schon 20 Jahre alt, sowas? Es dürfte schon hinkommen, ne? Das muss ich mal ganz kurz gucken. Und ich meine, die Version, die wir hier sehen, ist ein bisschen aufgehübscht. Das muss man natürlich dazu sagen, aber war schon auf dem GameCube beeindruckend. Und das Spiel war tatsächlich von 2002. Holy shit. Das ist 22 Jahre alt, das Spiel. 22 Jahre. Das finde ich schon unglaublich beeindruckend, wenn man sich das anguckt, oder? Ja, sieht immer noch gut aus. Und mit hier Dingsy, Steuerung ist halt Gewöhnungssache. Das fühlt sich für viele altbacken an. Da ich es gewohnt bin, geht's. Hier mit der alternativen Steuerung kann man sich auch ein bisschen zurechthelfen, wenn man mit Panzersteuerung gar nicht klarkommt. Ich finde, beide Steuerungen sind nicht perfekt, aber haben alle ihre Vor- und Nachteile. Es ist schon cool. Warte mal, war hier nicht irgendwie auch auf dem Friedhof eine Tür, die man öffnen kann irgendwo, ne? Da. Aber it's locked from the other side. Okay, genau. Ja, es ist krass, oder, Dreadlegs? Ich find's auch krass. Wow, noch nicht mal geboren, Luke. Crazy. Das ist, hey, ohne Witz. Also jetzt, ich will nicht wie ein weirder Boomer klingen, aber es ist wirklich so ohne Spaß, dass ich mittlerweile merke, dass ich alt bin, weil eine neue Generation den Laden übernimmt. Und das merke ich schon langsam. Es ist, im Grunde müsste ich das so vorstellen, ne? Als junger, männlicher Gamer war ich halt quasi die Kernzielgruppe. Videospiele wurden für mich gemacht. Ich war der Markt. Ich war das Zentrum des Universums. Die ganze Meme- und Internetkultur war ich. Also waren Leute wie ich. Ich war das Zentrum des digitalen, virtuellen Universums. Und jetzt sind im Internet, über TikTok und so weiter, ist eine neue Generation von Gamern und Gamerinnen am Start, die ganz andere Sachen feiern wie ich, die eine ganz andere Subkultur haben für die Sachen, mit denen ich aufgewachsen bin und die für mich noch gar nicht so alt sind, wie zum Beispiel das Spiel hier, irgendwie so weirder, uralter Shit sind, ne? So diese komischen, antiken Spiele, die die Boomer spielen. Und die Generation ist jetzt da und verdrängen mich. Das ist der Lauf der Dinge. Aber da merke ich, dass ich jetzt halt doch schon erwachsen bin, ne? Snake, and it had to be poisonous. Poisonous? Richard, hold on. 2218. Ihr seid, ne, euch gehört jetzt die Welt. Bitte schön. Sorry, wir haben nicht so gut drauf aufgepasst, wie wir hätten sollen, aber ihr kriegt das schon hin. Okay. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Bin 86 geboren. Ich bin 85 geboren. Muss ich kurz gucken, wie ich da am besten hinlaufe. Ah ja, am besten einfach hier oben bleiben und dann die hintere Tür. Let's go. Wenn ich mir so meine YouTube Analytics anschaue, dann ist meine Zuschauerschaft schon hauptsächlich so in meinem Altersbereich, ne? Von Ende 20 bis Anfang 40 so. Das ist, glaube ich, so die Hauptzielgruppe, sage ich jetzt mal. Aber natürlich, ne? Da ist halt der Haupthügel, aber natürlich werden die auch sehr jung und sehr alt. Also da ist natürlich alles vertreten, was ich ja auch sehr cool finde. Aber die meisten, wenn ich danach gehe von meiner YouTube-Statistik, dürften so zwischen 30 und 40 wahrscheinlich sein, so. Oder sagen wir von mir aus Mitte 20 bis Mitte 40, dann haben wir, glaube ich, wirklich die meisten abgedeckt.
Soll ich schnell speichern? Okay, komm. Auch wenn der Safe Room mit der alternativen Steuerung echt verwirrend ist, weil da die Kameraperspektive so oft so schnell wechselt. Ach, okay, geschafft. Freust du dich schon auf die 40? Nee, also freuen kann man nicht sagen, aber ich habe auch keine Angst mehr davor. Wenn man, als ich 30 geworden bin, ne, als ich so Anfang 30 war, ist mein älterer Bruder auf die 40 zugegangen und da dachte ich mir so, holy shit, ist das alt? Wie kann der so alt sein? Aber jetzt mittlerweile ist 40 nicht mehr alt in meinem Kopf. Es ist immer halt, ist halt immer so, ne? Wenn man selber Anfang 30 ist, dann ist alles über 40 Stein alt. Und wenn man selber 20 ist, dann ist alles über 30 Stein alt. Und wenn man ein Kind ist, dann ist alles über 20 Stein alt. Und so wird es wahrscheinlich immer weitergehen. Wahrscheinlich werde ich mit 60 auch noch hier sitzen. Also keine Ahnung, ob ich mit 60 noch hier auf Twitch streame. Aber wahrscheinlich werde ich mit 60 auch sagen, naja, 60 ist ja noch kein Alter. Schau dir die 80-Jährigen an, die sind alt. Ich glaube, wenn man dann so 80, 90 ist, ich glaube, dann ist man einfach alt, ne? Dann ist vorbei. Dann kann man sich nicht mehr schönreden. Aber mein Gott, was heißt schönreden? Ist halt einfach so. Als Checked Alliance 3 rauskam, hat mein Sohn mich gefragt, was ich so toll an dem Spiel finde, als ich ihm erklärt habe, dass ich in seinem Alter war, als ich den zweiten Teil spielte, fühle ich mich wirklich alt. Ja, das glaube ich, ne? Das ist crazy. Kann ich voll verstehen. Aber Checked Alliance 2 war halt auch absolut genial. Und der dritte ist auch gut. Ich freue mich schon auf die Mod-Szene, auf die Modding-Szene, die bestimmt wieder sehr Cooles aus dem dritten Teil rausholt. Ich meine, wenn wir ehrlich sind, war Checked Alliance 2 auch vor allem wegen den Mods so absolut großartig. Aber es ist auch Vanilla ein tolles Spiel. Was? Der Twitch-Chat hat gerade eine Nachricht wegen dem Wort Abos nicht zugelassen. In welcher Sprache ist Abos denn eine Beleidigung oder so? Das ist weird. Jill, here's my radio. Take it. I'm... Does it ever not hurt? Ja, 32 ist auf jeden Fall jung, finde ich auch. Mark Hamill, ne? Original Jedi, Luke Skywalker Schauspieler. Mark Hamill ist sehr, sehr cool. Ist ein sehr cooler Mensch. Also, würde ich erahnen von dem, was er so in Interviews sagt und was Leute über ihn sagen und was er so auf Twitter gepostet hat und so weiter, wirkt er wie ein sehr cooler Dude. Und der hat eben auch mal erzählt, dass irgendwelche Leute manchmal, die irgendwie Anfang 40 sind oder Mitte 40 sind oder 50 sind, zu ihm irgendwie so sagen, oh, dass sie sich jetzt so alt fühlen, dass sie so alt sind. Und darauf sagt er dann immer sowas wie, hey, Leute in deinem Alter nenne ich Kid. Hey, Kid. Ja, das trifft ganz gut. Wie die immer zu Boden fallen, ist manchmal lustig. Ne? Es sieht immer so aus, als wären die so, oh, so unmächtig und dann so. Oh. It's locked. Ein Shield brauchen wir. Ja. Alter ist schon was Verrücktes, ne? Hätte ich doch jetzt nur das Feuerzeug dabei. Das wird dufte. Ich glaube nämlich, ich kann hier nicht looten, wenn ich kein Feuerzeug habe. Ich glaube, da sagt das Spiel so, nee, du kannst hier nichts sehen, gefälligst. Ah! Shit.
Nein, nicht noch ein Messer. In der Kameraperspektive war jetzt gerade die... Ja, it's too dark. War jetzt gerade die alternative Steuerung nicht mein Freund, ey. Das war jetzt gerade verwirrend. Weil dass sich die Steuerung immer an der Kameraperspektive ausrichtet, ist ja schön und gut, aber wenn die Kamera plötzlich von oben drauf geht, dann wird's verwirrend. Ja, dass der gleich zwei Messer von mir geklaut hat, nehme ich jetzt schon persönlich, muss ich sagen. Das ist gemein. Ein Messer, schön und gut, aber gleich zwei, weiß ich nicht, ob das notwendig war. Okay, ich denke, wir holen jetzt dann vor allem aber auch mal... Ach shit, hab ich ihm vorher die Medizin gar nicht gegeben? Ich glaube schon, oder? I'm okay. The others. Okay, doch. Ich dachte schon. Ich hätte da nochmal was drücken müssen. Feuerzeug holen, genau. Der Igel, ja. So. Ich muss mich kurz orientieren. Ich glaube, bevor ich jetzt irgendwie hier, das Feuerzeug hole, gucke ich mal, dass wir hier noch reingehen, wenn wir schon da sind. Jo, viel Spaß, Finch. Schauen wir mal. Okay, man erkennt es ein bisschen schlecht, aber ich glaube, das ist Schild, Axt, Schwert, Speer. Vielleicht funktioniert das Rätsel anders, wie ich es in Erinnerung hatte. Dammit. Das kriegen wir dann schon hin. Moment. Ah, na schau. Der räumt sich selber weg, der Schwertmann. Das ist nett. Und jetzt disturben wir mal den Slumber hier ganz unverschämt. Wie die winzigen Stäbe aufgehen, als wäre es voll das schwere Tor. Mystery Box. Das erinnert mich ein bisschen an diese kleinen Personal Saves aus dem Resident Evil 2 Remake. Die finde ich auch mega albern. Mega lustig. Was ist denn das für ein komisches Codesystem, dass man irgendwie Simon Says spielen muss? Was ist das wieder für eine weirde Sicherheitsmaßnahme aus dem Resident Evil Universum? Eine Sonne und ein Mond. Sunshine will awaken me. Und wir haben die zweite Maske. Hurra! Na dann. Tschüss. Hey, chill, ich habe in Resident Evil 4 was gesehen. Zieh dir mal so eine Rüstung an. Das ist mega OP. Ohne Witz. Naja, okay. Schade. Ich muss noch ein bisschen Schule machen. Jo, mach das. Dir auch einen schönen Abend. Okay. Dann könnte ich jetzt mal noch gucken, und das machen wir jetzt auch, ob ich mit dem Schlüssel da oben noch Türen öffnen kann. Und wenn wir schon dabei sind, hole ich dann auch gleich von unten das Feuerzeug. Liegen hier noch Zombies rum, die jetzt gleich... Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe alle umgebracht. Aber angezündet. Aber ich nehme lieber mal die Schrotflinte in die Hand. Oh, aber das war trotzdem... Ich dachte, das wäre die letzte Tür. Hm.
Hi Nordic, was geht? Ich glaube, da muss ich erst mein Inventar aufräumen. Sonst können wir hier nicht wirklich was aufheben, ne? Auch keine versteckten Geheimkräuter. Ich meine, gut, ich kann mal schnell hier das Kraut nehmen, weil wir tatsächlich leicht angeschlagen sind. Dann gucken wir mal in die First Aid Box. Und dann räumen wir mal ein bisschen auf. Dann gehe ich mal schnell zum Med. Mach halt jetzt auf. Aha, ich darf nicht aufs Schloss gucken. Ich muss auf den Deckel gucken. Logisch. Okay, cool. So, I'll be back. Weirder komischer Raum. Den plündern wir noch. Jo, freut mich. Cool, dass du da bist. Mich wundert es nicht bei Umbrella. Na, bei Umbrella wundert mich auch gar nichts mehr, was Sicherheit angeht, ne? Da heißen die Passwörter irgendwie wie die Lebensgefährtin von irgendeinem Wissenschaftler und das steht überall auf irgendwelchen Zetteln, die einfach frei rumliegen. Aber bei der Polizei von Raccoon City herrschen ja anscheinend ähnliche Missstände, was so Sicherheit angeht, wie bei Umbrella. Ich hab dir einige Kugeln in dem Raum rechts hier zurückgelassen. Fühl dich frei zu nehmen, was du willst, wenn du Probleme hast. Gezeichnet Barry. Fühl dich frei war auch sehr gut übersetzt von mir. Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Der Inhalt ist schon rübergekommen. Och, guck mal. Barry hat noch ein paar Waffen gegen lebende Dinge gefunden. Der ist sehr spendabel drauf. Das ist ja nett. Muss ich mal kurz mein Inventar ein bisschen ausleeren, dass wir aufräumen können. Ich glaube, das sind Feuergranaten, oder? Das ist gar nicht sehr effektiv gegen Lebendes, aber ist okay. Die ist doch Umbrella unterwandert. Ja, vielleicht, ne? Irons hat wahrscheinlich auch von Umbrella die Anweisungen für die Sicherheitssysteme bekommen, die er einführen soll in sein Polizeirevier. Das kann schon sein. Wir haben hier super tolle Schlüsselboxen. Die kann man nur öffnen, wenn man in der richtigen Reihenfolge die Simon Says Melodiemuster nachspielt, die da eingeblendet wird. Okay. Die müsst ihr unbedingt benutzen, Irons. Ich wollte ein Feuerzeug mitnehmen, aber das brauchen wir eigentlich erst später. Aber zwei Inventarplätze müssen reichen. Aber wisst ihr was, speichern wir schnell, wenn wir schon hier sind. Wir haben schon länger nicht mehr gespeichert. Ich darf nicht vergessen, dass es in dem Spiel kein Autosave gibt, ne? Und ich, da wir auf leicht spielen, blödlich so ein bisschen rum und guckt mehr in Chat, als ich ins Spiel gucke, kann schon mal passieren, dass man schnell stirbt, weil ich es unterschätze. Lieber mal speichern, vorsichtshalber. Das kann sein. Ja, ich meine, das stimmt, ne? Ich meine, Jill ist ja auch bei der Polizei, aber, und Rebecca auch, aber wenn Chris so der Maßstab ist, dann kann das schon sein, dass das als Sicherheitssystem reicht, dass man einfach so eine kleine Rätselbox macht. Wahrscheinlich musste Chris immer zu Rebecca gehen, wenn er irgendwie in seinem persönlichen Safe nicht reingekommen ist. Rebecca schon wieder Code vergessen. Das ist schon möglich. Okay, ja, genau, da gehen wir wieder rein jetzt. Los. So, ich glaube, hier ist eigentlich eh nur noch Kraut und Speicherband. Ich lass das jetzt erstmal hier liegen, weil ich mir nicht mehr sicher bin, was im anderen Raum alles zum Mitnehmen ist. Ja, es ist schon lustig, ne? Wie einfach Chris im ersten Teil überhaupt nichts kann. Schießen kann er. Aber auch nur in der Story, ne? Im wirklichen Spiel schießen halt alle gleich gut.
Barry, I didn't mean to get you that excited. Right. Anyway, you should read this. Oder hat Chris tatsächlich eine höhere Headshot-Rate oder sowas? Ich wüsste es jetzt nicht, aber das will ich nicht ausschließen. Letzter Wille eines Wissenschaftlers. Ein Brief ist da drinnen. Der obere Teil des Briefes ist abgerissen. Der Rest ist aber noch lesbar. Alma, ich habe versucht zu überleben, um dich wiederzusehen. Aber meine Bemühungen haben nur das Unausweichliche hinausgezögert. Ich bin infiziert und es gibt kein Heilmittel für das, was folgt. Außer, wenn ich mein Leben beende, bevor ich das verliere, das mich von den anderen unterscheidet. Meine Liebe für dich. In einer Stunde werde ich einen ewigen Schlaf antreten und dann wird Frieden kommen. Bitte verstehe. Bitte weiß, dass es mir leid tut. Martin Crackhorn. Toller Nachname. What do you make of it? Well, I guess we were right about this mansion being quite unnatural. You have a way with understatements. Where's the part that's torn off? Well, my only guess is that it was the most important part and somebody didn't want anyone to see it. Let's continue our investigation. Ein Angelhaken. Und eine goldene Ameisenmotte. Nichts passiert. Dann weiß ich leider nicht mehr. Ich dachte, das wäre schon. Ich dachte, das wäre schon das Rätsels Lösung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ist okay. Wir haben jetzt eine Bienenangel. Ah, okay, ja, okay, 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 okay. Haben wir wieder ein bisschen aufgeräumt. Und schon funktioniert der Knopf wieder. Und wir kriegen den Pustekuchen-Knopf. Oh oh, und eine böse Biene. Ich glaube, ehrlich gesagt, ne, ich glaube, so diese japanischen Riesenhornissen, die sind ungefähr wirklich so groß wie das Ding da, ne? Ich würde, das wäre, also ich könnte da nicht leben. Ich kann nirgends leben, wo ich weiß, dass es so riesige, aggressive Wespen gibt. Um Gottes Willen. Es gab wirklich in den 70ern oder so eine Margarine, die Alma hieß. Ha. Ich kenne auch Personen, die Annika heißen. Und ich weiß, dass das ein normaler Name ist. Aber für mich ist das einfach untrennbar mit dieser Creme verbunden. Der Annika-Creme, die meine Oma immer benutzt hat. Das ist für mich so, als würden Menschen Persil heißen oder so. Auch wenn ich natürlich weiß, dass das Quatsch ist. Aber es fühlt sich für mich mega weird an. So, Pustekuchen haben wir. Das ist schon mal gut. Hier sind wir auch fertig. Ist Annika nicht irgendwie eine Blume oder irgendwie so ein Kraut oder so und deswegen heißt auch die Creme so? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Es ist ja auch wurscht. Annika ist ein toller Name. Fühlt euch bitte nicht schlecht, wenn ihr Annika heißt. Ich bin nur doof, was das angeht. Ihr seid großartig. So, wo kommt denn das Emblem gleich nochmal rein? Ich glaube im Klavierraum oder so. Und wie komme ich in den Klavierraum? Ich weiß nicht mehr. Ich muss mal die Karte mir kurz angucken.
Es gibt jetzt eigentlich nur noch drei Räume, wo ich noch den Rüstungsschlüssel schnell testen könnte. Und wisst ihr was? Wenn ich schon hier bin, bringe ich schnell das Pustemedaillon schon mal in den Gartenflur. Das Pustemedaillon kommt in dem Teil auch in dem Gartenflur, oder? Ich nehme es mal mit, ich glaube schon. Aber gerade bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Laut Bilf bissel wie ein Gänseblümchen. Die Annika-Blume. Ah ja, okay. Ja, nutzt die Tür einfach. Und wenn der Türgriff abfällt, fällt er ab. Das finde ich ein bisschen nervig sogar, dass man die Tür nur ein paar Mal benutzen darf. Nur schlecht, wenn man mit Nachnamen Nickel heißt. Dann heißt man Annika Nickel. Ach, das ist ja eigentlich nett. Ich meine, als Kind wird man dafür wahrscheinlich total gehänselt, gemeinerweise. Aber es ist doch eigentlich... Nee, das muss man hier gar nicht einsetzen. Was muss ich denn hier einsetzen? Ach so, was auch immer ich dann vom... Okay, okay. Für was brauche ich das Pusteblumenmedaillon dann eigentlich? Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber wir werden es rausfinden. Barry fixt die Tür später wieder. Ach, guck. Hey, es kann sein, dass ich das fast immer nur mit Chris gespielt habe, ehrlich gesagt. Deswegen weiß ich so Sachen, glaube ich. Also, das kommt mir überhaupt nicht bekannt vor. Ah, warte mal. Da ist doch die Bildergalerie, ne? Lisa protected by the three spirits. A picture of a woman wearing a bracelet, a necklace and a crown. There is a switch. No. Okay, bracelet. Hier haben wir die Kette. Muss ich die in der richtigen Reihenfolge drücken? Ich mach's lieber in der richtigen Reihenfolge. Moment mal, jetzt muss ich aber noch mal kurz gucken. Unterscheiden sich die Bilder? Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das funktioniert. Nee, die sehen alle genau gleich aus. Ich mache einfach mal was. Ah, so funktioniert das. Okay. Ja, okay. Ich verstehe. Die Krone muss grün sein. Gut. Und da müsste es passen. Nee, nee, genau. Lisa war nie so alt, bevor die experimentell verändert wurde. Dammit, das war irgendwie falsch. Warum? Muss ich nochmal gucken, was ich da falsch gemacht habe. Beruhigen sich die Krähen, wenn ich rein und raus gehe? Das wäre nett. Manchmal kaum zu glauben, dass das Remake 20 Jahre alt ist. Ja, es ist wirklich nicht zu glauben. Es ist wirklich nicht zu glauben. Warum hat denn das nicht gestimmt? Warum war denn das falsch? Wir brauchen die Kette brauchen wir in lila. Den brauchen wir in grün. Es könnte sein, dass wir das Armband vielleicht auf der anderen Seite beleuchten müssen, weil eigentlich müsste das eher orange sein. Ich habe mich nämlich schon gewundert. Das ist doch nicht orange.
Ja. Jetzt ist es Kunst. Sehr gut. Ruhig, Krähen. Ich drücke ja schon den richtigen Knopf diesmal hoffentlich. Die Krähen mögen das nicht, wenn man Rätsel falsch löst. Krähen sind sehr kluge Tiere, die sitzen da oben und beobachten mich. Und wenn ich es nicht hinkriege, das Rätsel zu lösen, weil ich so dumm bin, werden die richtig wütend. Dann denken die sich, oh, wie kann man so blöd sein? Und dann gehen die auf mich los. Ich glaube, so kann man das begründen. Ich glaube, die meinen das gar nicht böse. Das ist eher so, ne, so ein empörtes Aufspringen und so, um Gottes Willen, was machst du denn? Du musst das natürlich von der anderen Seite orange beleuchten, mein Gott. So schwer ist das nicht. Ich glaube, so sind die eher drauf. Was haben wir jetzt ohne Mund? Ist die hier? Die da am Eingang steht? Ja. Uh-oh. Der Sarg hängt am seidenen Faden. Okay, I'll be back. Eine Totenmaske brauchen wir noch. Eine haben wir noch in der Kiste, eine brauchen wir noch. Einen haben wir noch. Wo sind wir denn jetzt hier stehen geblieben? Ich könnte gucken, ob wir die Tür da oben öffnen können. Ich könnte gucken, ob wir die Balkontür öffnen können. Ja, okay, gucken wir mal. Aha, Armor Key. Cool. Ich finde die Außenbereiche immer sehr gruselig in Resident Evil 1, weil man da so ungeschützt ist irgendwie, ne? Da kann irgendwie alles passieren. Warum kann ich das nicht aufheben, um Gottes Willen? Da kann alles passieren, außer dass ich Munition aufheben kann. Das geht nicht. Die fand ich immer am gruseligsten, ehrlich gesagt. Du hast sicher nichts dagegen, oder? Danke. Oh oh, er hat doch was dagegen. Hättest du doch was gesagt. Kannst ihn wieder haben. Hier, nimm ihn. Der musste sein. Es tut mir leid, auch wenn es Verschwendung war. Okay. Ich habe ihm zumindest ein Sechstel davon wiedergegeben. Ich finde, das ist jetzt auch mal... Kann man auch jetzt mal gut sein lassen. Das finde ich nur fair. Die anderen 5 Sechstel nehme ich jetzt mal mit. Hey, du hattest deine Chance. Wenn du dich hier draußen am Balkon von Krähen totpicken lässt, dann kann ich dir halt einfach auch nicht mehr helfen. Du bist hier in der Elite-Stars-Einheit. Da lässt man sich nicht von irgendwelchen Krähen totpicken. Du musst einfach nur deren Kunstgeschmack respektieren, dann sind die ganz friedlich. Okidokli. Wie spät ist es denn jetzt? Oh, hey, machen wir kurz 2 Minuten Pause. Ich muss kurz eine Pinkelpause einlegen. Das halte ich nicht mehr durch bis 19 Uhr. Bin gleich wieder da. So, da bin ich schon wieder. Kann schon weitergehen. Man wird doch wohl noch pinkeln dürfen. Also, wirklich. So, apropos zu viel Holy. Mein Holy-Becher ist leer. Deswegen mache ich mir jetzt noch einen Smoothie auf. Ich muss wieder hydriert werden. Ich weiß nicht, ob ein Smoothie das Beste ist zum Hydrieren, ehrlich gesagt. Aber lecker.
Nom nom nom. Okay. So, let's go, weiter geht's. Ha, wo waren wir stehen geblieben? Man kann nie zu viel Holy haben, genau, das stimmt. Zu Schlange können wir nicht, bliblablub. Habe ich die Tür da hinten schon probiert? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, bei welchen Türen wir schon waren und bei welchen nicht. Aber wir gehen zur Not alle nochmal schnell ab. So groß ist die Villa ja auch wieder nicht. So, Moment mal. Genau. Die Tür wollte ich überprüfen. Nee. Die ist es nicht. Die ist es nicht. Mit dem Aufzug können wir auch noch nicht fahren. Glaube ich zumindest. Ah, wartet mal. Ich weiß nicht, ob das wichtig oder optional ist, aber wir brauchen das Feuerzeug. Und dann gehe ich nochmal in dem Raum, in dem es dunkel war. Wenn ich den nochmal irgendwo finde. Ich glaube schon, der ist in der Nähe vom Schlangenraum. Okay, alles klar, let's go. Ich habe wieder ein Ziel vor Augen. Moment, ich muss nochmal auf die Karte gucken. Wo ist mein Ziel? Jetzt, ich habe wieder ein Ziel vor Augen. Los geht's. Das Uhrenrätsel. Ja, ja, genau. Aber da brauche ich doch, glaube ich, erst noch einen Tiger im Remake. Wenn mich nicht alles täuscht. Na, der liegt noch. Es fällt mir so schwer, die ganzen verschiedenen Chills über die vielen Teile hinweg unter einen Hut zu bringen, weil die teilweise so anders aussehen und auch vom Charakter her unterschiedlich dargestellt werden, habe ich wirklich Probleme, die Resident Evil 3 Chill und die Resident Evil 3 Remake Chill und die Resident Evil 5 Chill alle mit dieser Resident Evil 1 Chill in Verbindung zu bringen. Ich muss mir das immer wieder bewusst machen, dass es sich hier um die gleiche Person handelt. Ach, ich habe das Feuerzeug im Inventar. Umso besser. Nice. Dann gehen wir jetzt mal in den Raum. Ich finde die so unterschiedlich. Da habe ich bei Chris weniger Probleme, auch wenn der sich natürlich auch sehr stark verändert. Aber ich finde, Chill macht schon sehr viele Wandlungen durch. Und ich meine, ja, Leon auch eigentlich. Aber optisch bleibt Leon zumindest relativ nahe immer am Original. Der macht nur von der Persönlichkeit her ganz schön viel Wendungen durch. Der ist irgendwie erst so ein Rookie, so ein naiver, netter Kerl. Dann ist er voll der abgebrühte Actionheld. Dann ist er voll der depressive Alkoholikerheld. Und dann wieder voll der abgebrühte Actionheld. Ich glaube, ich mag Rookie Leon eigentlich am liebsten. Chris geht von doof zu schlau. Der geht zumindest von schwach zu super stark. Und man möchte nicht in Chris' Einheit sein. Chris hat anscheinend den Fluch, dass immer einfach absolut alle Leute sterben, die ihm irgendwie untergeben oder mit ihm im Team sind. Das ist auch nicht so gut. Chill kann nicht mehr altern. Ja, ja, genau, das stimmt. Oder zumindest sehr langsam oder so. Wir wissen es nicht. Nach Resident Evil 3 ist die quasi erstmal in den Jungbrunnen gefallen. Die ist basically Obelix quasi, wenn man so will. Das wäre jetzt voll gemein gewesen, wenn der schon ein Crimson wäre, ne? Uiuiui. Im Dunkeln.
So. Und wir finden Noten. Na guck, das hätten wir definitiv später gebraucht. Aber wir können wir schon in den Klavierraum? Habe ich das schon überprüft? Das weiß ich gerade gar nicht. Oh, Schublindmunition nehmen wir auch mit. Na klar. Da sage ich auch nicht nein. Ja, ich glaub's nicht. Also ich glaube nicht, dass so alte, also was heißt alte, aber dass so neu aufgemachte, neu erfundene Figuren wie Jack Mueller nochmal irgendwann eine Rolle spielen werden. Ich meine, ich will's gar nicht ausschließen. Vielleicht hat irgendjemand bei Capcom, der mal in eine verantwortungsvolle Position kommt, ein Herz für den oder so, ne? Irgendein Creative Director, der ein Spiel über den machen will und Capcom sagt, ja, du darfst das. Es ist ja alles möglich, aber ich glaube nicht, dass Capcom das aktuell so als Priorität sieht, diese ganzen vergessenen Charaktere von Resident Evil 0 bis 6 irgendwie nochmal eine Rolle zu geben. Glaube ich nicht. Dann gucke ich mal, ob ich die Tür da unten noch öffnen kann. Das wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Netzkabel mit auf Arbeit nehmen. Notiz an dich. Das ist immer ärgerlich, wenn man kein Ladekabel hat, ne? Hasse ich, wenn sowas passiert. Ja, nee, genau, da brauche ich, glaube ich, erst Zeiger dafür. Es gibt so viele im Resident Evil, Leute im Resident Evil-Universum, die leider nie wieder was gehört hat. Würde mich echt interessieren. Ja, nee, ich glaube, die meisten werden nicht mehr vorkommen. Warum habe ich da gerade eine Tür gehört? Ah, tatsächlich. Das war die letzte Armored-Key-Tür. Na dann. Cool, dass wir die Noten noch geholt haben vorher. So hat es echt Glück einfach. Schau mal, Mutter. Ein Klavier. Oder so ähnlich. Bitte hier Loriot-Zitat einfügen. Was? It's not necessary? Natürlich ist das necessary. Benutzt das. Naja, okay. Dann brauchen wir erst noch irgendwie fehlende Seiten oder so. Oder ich muss es aufklappen. Ja, aber irgendwas ist missing. Okay, genau. Ich erinnere mich. Tada! Complete Musical Score of the Moonshine Sonata. Na also. Ein Klavier, Mutter, wir danken dir. Das meinte ich. Schau mal, Mutti, ein Esel. Das ist das andere, genau. Mutter, wir danken dir. Das ist schon gut. Die Mondscheinsonate finde ich auch wirklich echt schön. Ich weiß, es ist schon fast langweilig, dass man die gut findet, weil alle finden die schön. Aber ist sie halt einfach auch. Was soll man machen? Ah, jetzt brauche ich das Emblem. Ja. Komm, packen wir wenigstens das noch ein. Und holen das rostige Arsch-Emblem.
wenn ich irgendwie an den ständig wechselnden Kameras mit der alternativen Steuerung vorbeikomme. Am besten gehen wir einfach, ja, okay. Ja, ich muss da bitte reingehen. Da kannst du schon schütteln an der Tür. Ich muss sie jetzt öffnen. Moment, das war überhaupt kein... Naja, okay. Gespawnt? Ich glaube schon, oder? Wann haben wir denn das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist länger her. Ich speichere lieber mal. Ja, Loriot gucken wir im Grunde immer Weihnachten. Da, normalerweise natürlich Weihnachten bei Hoppenstedt, ist eh ganz klar, aber wenn man schon dabei ist, dann kann man auch mal die ganze komplette Loriot-DVD-Box durchgucken. Ne? Was macht man denn sonst über die Feiertage? Ach, mit Klavierspielen angelockt, ja? das wäre schön, das stimmt. Selbst Zombies finden die Mondscheinsonate schön. Ich weiß nicht, ob das unbedingt ein Qualitätsmerkmal ist. Das passt eher wieder zu dem, ich weiß, es ist langweilig, weil die alle schön finden. Selbst Zombies, ne? Ja, egal. Let's go. Emblem. Ich guck mal kurz durch, was ich noch so drin habe. Ob wir noch irgendwas davon brauchen gerade. Ich glaube nicht. Okay. Ah, du hast recht. Ja, die sind durchs Fenster gebrochen. Ja, okay. Können die machen. Das waren die. Die habe ich einfach ignoriert, stimmt. Die Mondscheinsonate ist auch eins der wenigen Lieder, die ich mir selber beigebracht habe am Klavier. Also auch über das typische hinaus. Oh, wusstet ihr übrigens, das ist ein Fun-Fact. Mein Landsquid Birdrider Intro ist eine Variation von der Mondscheinsonate. Ich habe die Noten von der Mondscheinsonate genommen und habe die neu konfiguriert quasi. Ne? Ich habe die Noten umgedreht. Ich habe ein bisschen rumgepusht, aber die Noten sind die gleiche. Das hört man noch an dem dö-dö-dö-dö-dö-dö hinten am Ende. So ist das, so war das, als ich mir die zusammen komponiert habe, die Intro-Melodie. Claire, geh jetzt da rein, um Gottes Willen. Trevors Tagebuch, 24. November 1967. 11 Tage sind vergangen, seit ich hier in diesem Anwesen angekommen bin. Wie konnte es nur so enden? Ein Typ in einem Laborkittel hat mir eine magere Platte an Essen gebracht. Mein Kater hat gerade wieder seine 5 Minuten und hat gesagt, tut mir leid, dass Sie da durch müssen, aber es hat Sicherheitsgründe. Da hat es mich getroffen. Jetzt macht alles Sinn. Es gibt nur 2 Leute, die wissen, von der geheimen Villa wissen. Sir Spencer und ich. Wenn sie mich töten, wird so Sir Spencer die einzige Person sein, die das Geheimnis noch kennt. Aber aus welchem Grund?
Es spielt jetzt keine Rolle mehr. Es ist hier zu gefährlich. Meine Familie, ich hoffe, es geht ihnen gut. Auf dieser, ich habe beschlossen zu fliehen. Jessica, Lisa, ich bete für eure Sicherheit. 26. November 1967. Wie konnte ich nur so unvorsichtig sein? Ich habe mein Feuerzeug verloren. Das ich von Jessica zu meinem Geburtstag bekommen habe. Jetzt wird es noch schwerer sein, aus diesem dunklen Ort zu entkommen. 13. November, das Datum, an dem mein Schicksal besiegelt wurde. Meine Tante wurde ins Krankenhaus gebracht. 3 Tage vorher. Jessica und Lisa sagten, dass sie besuchen wollen. Ich wünschte, ich könnte bei ihnen sein. Aber warte. Selbst während ich das schreibe, ist meine Erinnerung daran lebendig und als ob es gestern passiert wäre. Kurz bevor ich ohnmächtig geworden wäre, erinnere ich mich an einen Mann in einem Laborkittel, der gesagt hat, wahrscheinlich ist deine Familie mittlerweile... Ich bete für ihre Sicherheit. 27. November 1967. Irgendwie habe ich es aus diesem Raum geschafft. Aber aus dieser Villa zu kommen, wird nicht leicht. Ich muss an all den Fallen vorbei. Tigeraugen, goldenes Emblem. Ich muss versuchen, mich zu erinnern. Um meinen eigenen Willen wegen. Oder so ähnlich. Das oder irgendetwas Ähnliches wird Trevor wohl geschrieben haben. Es ist Jill, nicht Claire. Habe ich schon wieder Claire gesagt? Ja, mein Gott. Verwechsel ich immer wieder die Namen. Ihr wisst ja, wer gemeint ist. Ich nenne die ab jetzt einfach Chair. Egal, mit wem ich spiele, es heißen ab jetzt für mich immer alle Chair. Und dann wissen wir es. Okay, cool. Aber warte mal, kann das sein, dass ich gar keine Zeiger brauche, sondern wenn ich jetzt das goldene Emblem einsetze, dann geht irgendwie die Uhr auf und ich kann die Zeiger verstellen? Ich weiß es nicht mehr. Ist auch schon wieder 20 Jahre her, ne? Also, das stimmt nicht ganz. Wahrscheinlich habe ich das letzte Mal vor 10 Jahren gespielt oder so, aber ja. Ich kann auch Kill sagen. Chair und Kill. Oder Killchair. Der Killchair. Der tödlichste Stuhl der Welt. So, und jetzt machen wir 10 nach 11 oder sowas, ne? Glaube ich. Ach so, nee, ganz anders. Ja, ja, okay, warte mal. Der große Zeiger muss in den Kopf. Der kleine Zeiger muss in die Brust. Nein, das ist der Große. Also, klein. Ach, hä? Ich verstehe es nicht ganz. Ist egal. Groß. So. So ist es auf dem Bild. Da-da-da-da-da. Wir haben den Schildschlüssel. Für welche Räume ist jetzt der Schildschlüssel? Ich glaube, der ist noch nicht für die Schlange. Da brauchen wir den Helmschlüssel für die Schlange, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht der hintere Raum da drüben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Gucken wir einfach mal. Der kleine Zeiger muss in die Brust. Auch ein Satz, den man nicht jeden Tag hört. Ja, aber es ist halt so. Ein Helm. Der Schildschlüssel ist der eine weirde Schlüssel, der nur eine Tür öffnet, oder? Es gibt irgendwie Millionen Schlüssel, oder jeder Schlüssel öffnet Millionen Türen, so wollte ich sagen. Und dieser eine Schlüssel ist irgendwie nur für eine Tür da, oder so. Ich weiß immer nicht mehr, welcher ist. Muss ich jetzt einfach ein bisschen durchprobieren.
Was wurde gemacht, um die Spieler zu ärgern? Dass Jill und Claire so ähnlich heißen. Was ja gar nicht stimmt, aber in meinem Kopf schon. Oder was meinst du? Der Schildschlüssel, achso, okay. Der ist locked from the other side. Okay, okay, okay. Dann können wir die andere Tür da hinten nochmal probieren. Ich nehme mal die Shotgun in die Hand, der liegt hier schon ziemlich lange rum. Nee, ist tatsächlich noch normal. Auch ein Helm. Okay. Dann gehe ich in den... Hä? Ja, okay. Dann gehen wir in den Ostflügel. Oh oh, was sehen meine entzündeten Augen? Komm. Okay, dann bleib liegen. Mach dir nicht die Mühe, alles gut. Okay. Könnte die Tür eintreten. Ja, ich glaube, die Türen. Wobei, wisst ihr, ne? Könnte man natürlich sagen, dass die Türen hier alle natürlich super verstärkt und was weiß ich was sind. Ist immerhin so eine Spencer-Fallen-Villa. Okay. Gucken wir mal. Ob das doch der Schlangenschlüssel ist, auch wenn ich nicht glaube. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich werde gerade ein bisschen müde. Ah doch, tatsächlich. Guck dir das an. Okay. Habe ich das falsch eingeschätzt? Es wird Zeit, dass es 9 wird. Machen wir die Schlange noch kaputt. Habt ihr auch diese Werbebanner am Bildschirmrand? Hä? Meinst du das Holy oben? Das ist Absicht. Ansonsten eigentlich nicht. Also nicht von mir. Nicht, dass ich wüsste. Okay, tschüss. Jetzt sind wir poisoned. Nervig, hat uns ganz am Anfang einmal erwischt, ne? Die immer dieses Bild verkleinern. Ist das so ein Twitch-Ding? Werbebanner als Einspielung. Vielleicht ist das so ein Twitch-Ding. Ich weiß es nicht. Bist du auf Twitch? Ich glaube, du bist auf Twitch, ne? Ja.
klar, genau. Vielleicht ist das so ein Twitch-Ding. Jetzt müssen wir, glaube ich, in die Apotheke laufen, ne? Aber die ist ja nicht weit von hier. Schrotflinte Nummer 2. Bam, Assault Shotgun. Die ist hübsch. Die nehmen wir. Hätten wir doch vorher 2 mitgenommen, ne? Das wär klug gewesen. Ha, damn it. Okay, let's go. Na, was ist los? Tür öffnen. Hallo? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was los ist. Ich weiß nicht, was das jetzt war. Wirklich nicht. Ich habe ganz normal gelenkt. Keine Ahnung. Hä? Chill. Wie poisoned bist du? Was war denn das? Ja, war ein bisschen weird. Ja, ich glaube auch. Die tritt durch wegen dem Gift, voll. Das war wirklich weird. Zum Glück ist es vorbei. Chill, um Gottes Willen. Vielleicht, aber eigentlich nicht. Ich habe keine Ahnung, das war einfach weird. Der Controller will auch nicht mehr. Der hat auch genug für heute. So, rein mit uns, um Gottes Willen. Hey, wirklich, die Steuerung ist gerade weird. Wirklich seltsam. Ich weiß nicht, was los ist. Irgendwie macht sie manchmal nicht das, was sie soll. Und ein bisschen hakelig fühlt sich alles an. Ob das wirklich, hat das mit dem Gift zu tun gehabt? Jetzt geht's wieder. Das ist mega weird, war das gerade. Hat sich voll komisch angefühlt auch alles. Ha, seltsam. Oh oh, wir haben alle Totenmasken. Aber das ist jetzt ein sehr schöner Cliffhanger, würde ich sagen, fürs nächste Mal. Nächstes Mal, nächste Woche, Dienstag, 18 Uhr, geht's dann ab in den Keller, in die Gruft. Dann haben wir einen kleinen Mini-Boss und ja, dann geht's weiter. Oh Gott, und dann kommt schon langsam auch schon Lisa Trevor. Nächstes Mal wird spannend. Aber dann machen wir für heute Schluss und morgen 18 Uhr ist aber auch noch Stream, ne? Nicht vergessen, da spielen wir allerdings Eternal Darkness weiter. Da habe ich auch Bock drauf. Das wird auch cool. Gibt's von dir ein Let's Play zu Resident Evil 4 Remake, was man sich anschauen kann? Guck mal auf meinen Let's Play Kanal, Lensquid Birdrider Let's Play. Da gibt's definitiv ein... Ah nee, aber haben wir das da durchgespielt? Doch, aber habe ich da alles hochgeladen? Ich bin mir nicht sicher, aber ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass ich Urlaub machen werde ab nächste Woche. Und ab nächste Woche werden Resident Evil 4 Remake Berserker Mod Folgen online gehen. Und zu Resident Evil 4 kommen wir in ein paar Wochen oder Monaten auch noch. Da sind nur ein paar Folgen. Ah, okay. Nee, dann gibt's aktuell anscheinend kein komplettes Resident Evil 4 Remake Let's Play, das man sich anschauen kann. Aber kommt noch. Wir arbeiten dran. Na schönchen, Leute, dann vielen, vielen, vielen Dank für die vielen Bits und Subs und Abos. Danke nochmal an Slenderrex für deine heute super großzügigen Spenden, aber auch an das Knuddel und Alexandra und Holocop. Dankeschön an euch alle. Super nice von euch. Danke auch an alle anderen, dass ihr da wart. Habt mich gefreut. Morgen 18 Uhr geht's weiter.
Gute Nacht, schlaft schön. Ciao.